Zuhörerin. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie denn eigentlich ein guter und gesunder Umgang mit digitalen Medien aussehen kann. Denn natürlich ist das ein Thema, was uns gerade ganz besonders sehr beschäftigt, denn wir leben in einer Pandemie und es kommt darauf an, natürlich digitale Medien zu benutzen, sehr viel mehr als auch noch davor. Wir kommunizieren sehr viel mehr über digitale Medien. Wir arbeiten mit den digitalen Medien. Und trotzdem geht es bei einem gesunden und guten Umgang nicht nur darum, Bildschirmzeiten festzulegen oder vielleicht auch mal komplett aus den digitalen Medien für eine bestimmte Zeit auszusteigen, sondern vielleicht müssen wir das auch erstmal lernen, wie das eigentlich geht mit dem gesunden und guten Umgang. Denn natürlich gibt es auch Risiken neben all den guten Dingen, die uns die Digitalisierung in den vergangenen Wochen und Monaten gebracht hat. Wir erleben einen stärkeren Kommunikationsdruck beispielsweise, die Angst, vielleicht auch etwas zu verpassen, die FOMO, die Fear of Missing Out. Natürlich erleben wir auch Cybermobbing, wir sehen Hass und Hetze im Netz. Und all das soll also Thema heute in zwei Panelrunden sein, wo wir also schauen wollen, wie können wir es schaffen, dass aus der FOMO, der Fear of Missing Out, vielleicht auch ein Joy of Missing Out wird und eine JOMO eben. Und so, dass wir also einen guten und gesunden Umgang schaffen mit digitalen Medien auch in diesen Zeiten. Wir freuen uns, wenn Sie sich beteiligen und zwar unter unserem Hashtag Medienimpuls. Also wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, dann schreiben Sie uns sehr gerne. Bevor wir aber gleich zu den Diskussionen kommen, möchte ich noch ins Gespräch kommen mit dem Geschäftsführer der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimediadiensteanbieter, Martin Drexler, und auch mit Claudia Miekert, Geschäftsführerin von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen. Schön, dass ihr bei mir seid. Hallo. Herr Drexler, der Begriff Wellbeing bzw. Digital Wellbeing, der ist ja tatsächlich sehr vielfältig. Also was genau können wir uns darunter vorstellen und warum ist das Thema auch für den Jugendmedienschutz relevant? Also unter Digital Wellbeing verstehe ich erstmal sowas wie eine gesunde Balance bei der Mediennutzung oder vielleicht noch ein bisschen weiter bei der Nutzung von Technologie. Also entscheiden zu können, wie viel Medien tun mir gut, wie viel Verzicht möglicherweise auf Medien tut mir auch gut und vor allen Dingen, welche Art der Nutzung von Medien ist genau das Richtige. Und wir merken selbst, dass das für uns Erwachsene häufig genug schwierig ist. Und da kommt natürlich dann der Jugendmedienschutz ins Spiel, denn für junge Menschen ist das vielleicht nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und wenn ich sage, es kommt auf die Balance an, dann sind wir genau bei dem Punkt, den wir im Jugendschutz häufig haben. Denn auch da gehen wir gerne nicht nur mit Verboten ans Werk sozusagen, sondern wir versuchen, einen Rahmen zu setzen und diesen Rahmen möglichst sinnvoll auszunutzen. Und genau das ist das, wo wir auch beim Punkt Digital Wellbeing mit jungen Menschen gute Ansatzpunkte haben. Denn es geht eben darum, digitale Medien auf sinnvolle Weise zu nutzen und gleichzeitig immer vor Augen zu haben, wie man vielleicht seine Freizeit auch noch anders verbringen kann. Und nun gibt es ja tatsächlich einzelne Features, die auch Unternehmen bereits anbieten, um also sich besser zu regulieren, wenn man so will, vielleicht bei der digitalen Mediennutzung. Also zum einen, was fällt Ihnen da ein? Was sind das für Features und wie nützlich sind die oder für wie nützlich halten Sie sie? Also interessanterweise ist das erstmal vielleicht ein Widerspruch, dass also ein Anbieter von einem digitalen Dienst etwas unternehmen soll, um seinen Nutzerinnen und Nutzern zu sagen, nutz mal nicht so viel oder finde mal deine Grenzen. Denn eigentlich wird man ja denken, dass die Anbieter von solchen Diensten ein Interesse daran haben, dass man sie möglichst viel nutzt. Was wir sehen gerade in letzter Zeit ist aber, dass wir bei vielen Produkten, bei vielen Diensten sehr individuelle Herangehensweisen sehen, um Nutzerinnen und Nutzer darauf aufmerksam zu machen, wie sie einen Dienst nutzen. Zum Beispiel, wie oft hat man das Gerät entsperrt? Wie viele Stunden oder wie viele Minuten habe ich schon Videos geschaut? Wie viel habe ich schon interagiert? Und das ist interessanterweise eine Sache, die wirklich sehr, sehr spezifisch, sehr individuell für die einzelnen Dienste ist. Und wir sehen, dass viele Anbieter eben auch eine Menge investiert haben in Aufklärungsmaterialien beispielsweise, wo man sich auch mal vertiefter mit diesem Thema beschäftigen kann. Zum Teil mit umfangreicheren Texten, zum Teil mit Videoreihen, die einem dieses Thema näher bringen. Und da sehen wir einmal mehr, wie wichtig es ist, den Anbietern auch so ein bisschen Freiraum zu lassen, sie vielleicht mit Impulsen in eine bestimmte Richtung zu bewegen, aber sie dann eben auch kreativ werden zu lassen, um genau angepasst auf die Angebote und Zielgruppen, die sie damit erreichen, eben auch Maßnahmen ergreifen zu können.
Aber Sie haben jetzt eben schon gesagt, es klingt so ein bisschen paradox. Warum macht das dann eben zum Beispiel ein YouTube, Facebook, Instagram, wenn Sie ja eigentlich doch gerne wollen, dass die Leute natürlich auf Ihren Plattformen verweilen? Nun, ich glaube, jeder von uns, der viel mit digitalen Medien zu tun hat, kennt dieses Gefühl, dass man irgendwann auch davon erschöpft sein kann. Gerade wenn man vielleicht beruflich den ganzen Tag mit Bildschirmen zu tun hat, dann ist man an einer gewissen Stelle vielleicht auch froh darüber, damit für den Tag vielleicht auch abgeschlossen zu haben. Und kein Anbieter eines Dienstes hat ein Interesse daran, dass sich die Menschen schlecht fühlen oder unangenehme Assoziationen mit der Nutzung ihrer Dienste verbinden. Und deshalb, so verstehe ich es zumindest, ist es ein echtes Eigeninteresse, die Nutzung zwar zu befördern und attraktive Angebote zu machen, gleichzeitig aber darauf zu achten, dass es eben nicht, dass man ein bestimmtes Maß nicht überspannt. Und wenn wir jetzt mal auf dieses doch mittlerweile ganze Jahr, das dann doch sehr besonders abgelaufen ist, zurückschauen, wie war es für Sie ganz persönlich, eben so viel Zeit mit digitalen Medien auch zu verbringen? Oder haben Sie überhaupt so viel Zeit mit digitalen Medien verbringen müssen? Ja, na klar. Also ganz persönlich haben wir natürlich gesehen eine wahnsinnige Verdichtung der Arbeitszeit, der Arbeitswelt. Also niemand ist mehr zu irgendwelchen Terminen gereist, weil alles am Bildschirm passiert ist. Und dann konnte man an einem Tag halt nicht zwei Angelegenheiten erledigen, sondern 10. Und das ist eine Sache, die uns alle, glaube ich, ganz schön geprägt hat. Das Arbeitsleben hat sich dadurch verändert, dass wir zwar von Flexibilität profitiert haben, gleichzeitig wird so ein Arbeitstag aber sehr lang. Wenn einige Kollegen schon morgens um 7 anfangen, statt in die S-Bahn zu steigen, schon an ihrem Gerät sitzen, andere aber um 20 Uhr immer noch dabei sind und wenn man sich dort dazwischen bewegt, passiert ganz schön viel. Mit Blick auf junge Menschen, die haben nun sehr viel Schule oder Unterricht vor dem Computer, vor dem Laptop, vor dem Telefon gehabt, häufig unbegleitet. Und plötzlich sind digitale Geräte aber ganz selbstverständlich geworden und ein essentielles Werkzeug auch für Kinder, was Kinder alleine nutzen. Und hier sehen wir neue Herausforderungen. Hier müssen wir genau drauf schauen, wie können wir Kinder da begleiten, wie können wir Eltern stärker machen, da auf diese neuen Herausforderungen zu reagieren. Frau Miegert, wie spiegelt denn diese besondere Situation, die wir eben ja das ganze letzte Jahr über schon hatten und die uns ja wahrscheinlich auch noch eine Weile begleiten wird, im Fernsehen eine Rolle? Weil man würde ja erstmal denken, wir sprechen ja über digitale Medien, was hat das jetzt vielleicht mit dem Fernsehen zu tun? Oder hat das Fernsehen vielleicht auch eben in der besonderen Zeit dann doch auch nochmal an Bedeutung gewonnen? Ich denke auf jeden Fall, dass das Fernsehen eine Art Renaissance erlebt hat im Corona-Jahr. Das sehen wir auch an den Nutzungszahlen. Das ist massiv nach oben gegangen, betrifft nicht nur das lineare Fernsehen, sondern auch die Internetkanäle, die von Fernsehsendern ausgehen. Und wir stellen sowohl eine Zunahme fest im Unterhaltungsbereich, wie vor allem aber im Informationsbereich. Da gab es ja auch heute gerade die Studie der Landesmedienanstalten. Also das Informationsbedürfnis ist natürlich sehr, sehr stark gestiegen. Ich habe einen kleinen Hinweis an die Technik. Unsere Uhr hier funktioniert nicht. Vielleicht kann sich jemand darum kümmern. Wenn wir nochmal zurückkommen zum Fernsehkonsum, also welche Bedürfnisse erfüllt denn das Fernsehen, wenn wir ja auch über Digital Wellbeing heute sprechen, im Wellbeing-Bereich? Also ich muss sagen, wenn ich an Fernsehen denke, ich denke eigentlich viel an Wellbeing, muss ich sagen. Ja, viele denken an den Wohlfühlfaktor. Ja. Das ist ja auch das einzige Lean-Back-Medium noch, wo man sich eben mal gehen lassen kann und nichts tun muss. Das ist ja in diesen Zeiten auch ganz schön. Aber wie ich sagte, zu dem Informationsbedürfnis, also was als Wellbeing empfunden wird, ist natürlich sehr subjektiv, genauso wie die Motive für Fernsehnutzung individuell sehr stark variieren. Für die einen ist es eben Wellbeing, in einer bestimmten Situation sich wirklich aufs Sofa zu hauen und berieseln zu lassen. Aber es gehört eben auch dazu, Informationen zu finden, sich zu orientieren, über fremde Welten was zu erfahren. Auch das eine Funktion, die im Corona-Jahr, glaube ich, gestiegen ist. Das Fernsehen ist wieder mehr Fenster zur Welt geworden, weil es auch aktuell live zu den Themen berichtet, die uns alle angehen. Das ist natürlich als Vorzug wieder sehr stark im Kommen gewesen. Mhm. Nun haben wir ja ein novelliertes Jugendschutzgesetz und das rückt den Aspekt der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen also stärker an den Fokus und darüber hinaus auch nochmal den Schutz natürlich von Kindern und Jugendlichen. Legt das Gesetz auch Schwerpunkte in diesem Spannungsfeld von Digital Wellbeing, dass man eben sich zum einen gut und vernünftig mit Technik auseinandersetzen kann, aber dass man natürlich eben auch gute Inhalte dort findet?
Ja, der dritte Begriff im Jugendschutzgesetz, der zentral ist, ist ja der der Förderung. Also da reden wir über Medienkompetenzförderung, über Medienbildung. Mhm. Und das ist, denke ich, für Wellbeing sehr zentral, weil sich auszukennen, Dinge zu durchschauen, zu verstehen, wie die Medien ticken, ganz wesentlich ist für das Gefühl von Sicherheit und auch für subjektives Wohlbefinden. Und da sind wir dann auch bei dem Aspekt, den es zu lernen gilt, dafür ein Gespür zu bekommen und auch sowas wie Selbstfürsorge zu entwickeln. Das ist zunehmend auch eine Aufgabe der Medienkompetenzförderung. Und wen sehen Sie da vor allen Dingen in der Pflicht? Die ganze Gesellschaft natürlich und uns als Selbstkontrollen sehe ich da zumindest mit unseren Angeboten in Sachen Medienbildung auf dem richtigen Weg. Hier kann man noch mehr machen in der Elternberatung, aber auch in Angeboten für die Schulen und auch in Angeboten für Kinder und Jugendliche selbst. Sie haben ja gesagt, Stichwort Partizipation, man sollte auch mit ihnen sprechen, wann sie sich wohlfühlen und wann sie sich unwohl fühlen. Und wir wollen heute auch auf jeden Fall darüber sprechen, wie es weitergehen kann in Sachen Wellbeing. Und ich glaube, es ist auch ein gutes Stichwort gewesen, dass natürlich alle in der Gesellschaft daran mitarbeiten müssen, dass diese große Aufgabe letztlich ja auch gelingt. Und wir wollen also heute unterschiedlichste Perspektiven darauf werfen, und zwar eine Perspektive aus Sicht der Unternehmen. Wir wollen aber auch eine Perspektive aus Sicht der Heranwachsenden natürlich stellvertretend durch die Zivilgesellschaft darauf werfen. Und wir wollen natürlich auch die Wissenschaft in den Blick nehmen, die uns dabei helfen soll, zu verstehen, wie denn Digital Wellbeing gelingen kann und was dann überhaupt eigentlich eine gute Mediennutzung bedeutet. Also, wir schauen uns nun an, welche Verantwortung tragen die Nutzerinnen und Nutzer. Wir schauen aber eben genauso auch, welche Pflichten obliegen den Eltern und welche Maßnahmen müssen eigentlich die Medienanbieter und Bieterinnen treffen, damit das Ganze gelingen kann. An dieser Stelle erst einmal vielen Dank an Claudia Mietert und Martin Drexler. Und wir starten gleich in unsere erste Panel-Diskussion. Und zwar, wir wollen die Frage stellen, speziell wenn es jetzt um Kinder und Jugendliche geht mit digitalen Medien, wie sieht denn eigentlich Ihr Umgang ganz konkret aus? Wir wollen auch die Frage stellen, wie kann denn überhaupt ein selbstbestimmter Umgang aussehen? Und kann man den lernen oder muss man den eigentlich lernen? Und wie kann das gelingen, wenn man denn einen gesunden Umgang auf die Beine stellen möchte? Dazu habe ich drei Gäste, und zwar Sabine Frank, Head of Government Affairs und Public Policy von YouTube. Sie ist für den deutschsprachigen Raum und auch für den osteuropäischen Raum verantwortlich. Davor hat sie den Bereich Regulierung verantwortet, Verbraucher- und Jugendschutz bei Google. Außerdem war sie 10 Jahre hauptamtliche Geschäftsführerin bei der FSM und ist unter anderem auch Mitglied des Beirats von ClickSafe. Außerdem mit dabei in meiner Runde Thorsten Krause. Er hat Politikwissenschaften, Childhood Studies und Children's Right studiert. Er ist Referent für Medienpolitik der Koordinierungsstelle Kinderrechte des Deutschen Kinderhilfswerks und in dieser Funktion begleitet er maßgeblich die Reform des Jugendschutzgesetzes und koordiniert auch die Aktivitäten des Expertinnenkreises für Kinderrechte in der digitalen Welt. Und auch noch mit dabei Professor Dr. Christian Stöcker. Da ist er. Christian Stöcker ist Psychologe und leitet an der HAW Hamburg den Masterstudiengang Digitale Kommunikation, sowie mehrere Forschungsprojekte, die sich eben auch mit den Folgen und Wechselwirkungen von digitalen Medien und Öffentlichkeit auseinandersetzen. Und zuvor hat er 11 Jahre bei Spiegel Online bzw. der Spiegel gearbeitet, als Redakteur und auch als Leiter des Ressorts Netzwelt. Also schön, dass Sie heute alle bei mir sind. Ich freue mich, dass wir in die Diskussion einsteigen können und ich möchte auch Sie zu Hause, die uns gerade zuschauen, noch einmal ermutigen, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie uns also die gerne mit dem Hashtag Medienimpuls bei Twitter oder auch bei Facebook und ich hoffe, wir können die eine oder andere Frage, vielleicht nicht alle, je nachdem wie viele kommen, auch in diese Diskussion einfließen lassen. Herr Krause, welche Bedeutung hat denn erstmal ganz global gesprochen, der digitale Raum für Kinder und hat sich das jetzt eben auch infolge der Pandemie nochmal verändert in der Wichtigkeit? Ja, vielen Dank. Der digitale Raum hat für Kinder eine ganz enorme Bedeutung, weil der digitale Raum für sie Alltag ist. Es ist nicht mehr wegzudenken. Die Unterscheidung, die wir Ältere auch noch vornehmen zwischen analog und digital, findet bei Kindern überhaupt gar nicht mehr statt. Und sie sehen im Wesentlichen ganz viele Vorzüge, die sie mit dem Internet und dem digitalen Raum
verbinden. Es geht um die Vernetzung, den Austausch mit Freunden und anderen Menschen, natürlich um das Kontakthalten, auch zu Familienmitgliedern, die nicht am selben Ort wohnen beispielsweise. Es geht aber auch ganz viel darum, einfach nach Informationen zu suchen, sich zu informieren, natürlich sich auch zu unterhalten im Internet über Filme, über Musik, über Spiele selbstverständlich auch. Und es geht darum, teilzuhaben, auch seine eigene Meinung auszudrücken, sich mitzuteilen, darauf hinzuweisen, was einem gefällt, was einem wichtig ist und darüber natürlich auch seine eigene Identität zu entwickeln und auszuprägen und in Abgleich zu bringen mit dem, wie andere Kinder das sehen, wie andere Identitäten sich darstellen. Und deswegen ist das, nehmen Sie das als einen ganz großen Vorzug wahr. Sie sehen das durchaus positiv. Sie wollen auf den digitalen Raum und das Internet definitiv nicht verzichten. Und das sollen Sie natürlich auch gar nicht. Aber Sie sehen natürlich auch, dass es Schwierigkeiten, Herausforderungen, auch Probleme gibt. Sie sorgen sich darum, was mit Ihren Daten passiert. Sie wissen, dass Daten von Ihnen erhoben werden, dass sie gesammelt werden, aber Sie wissen nicht so genau, durch wen und was damit passiert. Und davor haben Sie Sorge, dazu würden Sie gern mehr wissen und Sie würden auch gern daran beteiligt werden, wozu diese Daten überhaupt erhoben werden, ob das notwendig ist. Und Sie merken natürlich, dass viele Angebote im Internet, die Sie interessant finden, eigentlich gar nicht auf die kindgerechte Zielgruppe ausgerichtet sind. Und deswegen stoßen Sie da an Sprachbarrieren oder in der Gestaltung an Hürden, weil diese Angebote eben nicht kindgerecht sind. Aber im Großen und Ganzen sind Sie begeistert, das kann man schon so sagen, sind ziemlich viel im Internet unterwegs und wollen auf keinesfalls auf den digitalen Raum verzichten. Mir stellt sich dabei immer die Frage, gerade natürlich bei Kindern und Jugendlichen, die sehr viel selbstverständlich in diese digitale Welt auch hineingeboren worden sind, man spricht ja nicht umsonst von den Digital Natives, ob nicht vielleicht sogar eher die Erwachsenen vor größeren Herausforderungen stehen oder sind es eben doch die Kinder in diesem Spannungsfeld? Herr Stöcker, was meinen Sie? Also ich glaube, wir kommen nicht drum rum, die Kinder in die Lage zu versetzen, sich in dieser Welt selbstständig und selbstbestimmt zu bewegen. Auf der anderen Seite, glaube ich, kommen wir auch nicht drum rum, die Erwachsenen ein bisschen fortzubilden. Weil im Augenblick haben wir eine Situation, in der Erwachsene sich sehr oft beschweren oder besorgt äußern über das, was Kinder und Jugendliche so im Netz machen oder mit dem Netz oder auch mit den Geräten, mit denen sie ins Netz gehen. Und gleichzeitig verhalten sie sich selber auch nicht besser. Also mein Standardbeispiel ist immer, wenn Sie Ihren Kindern beibringen wollen, nicht mit vollem Mund zu sprechen, dann ist das unklug, wenn Sie selbst beim Essen mit vollem Mund sprechen. Ja, das ist funktioniert nicht. Das wissen eigentlich alle Eltern, dass das, wenn man nicht mit gutem Beispiel vorangeht, do as I say, don't do as I do, ist keine funktionierende Erziehungsmethode, jedenfalls nicht im 21. Jahrhundert. Die wird aber im Umgang mit digitaler Technologie überhaupt nicht praktiziert im Augenblick. Also in der Fläche ist es so, dass sich Erwachsene darüber aufregen, wie oft Kinder ihre Smartphones in der Hand haben und gleichzeitig selber aber keinerlei Hemmungen haben, wenn es beim Mittagessen zoomt, das Telefon aus der Tasche zu ziehen und die nächste Nachricht zu checken. Das ist jetzt ein sehr elementares Beispiel für, glaube ich, diesen größeren Komplex. Also die Geschwindigkeit, mit der sich diese Entwicklung vollzogen hat, die Geschwindigkeit, mit der digitale Technologie, insbesondere jetzt zuletzt das mobile Internet, unseren Alltag verändert hat, ist so hoch, dass es uns als Gesellschaft immer noch an entsprechenden Umgangsformen mangelt, so komisch altmodisch sich das Wort in dem Zusammenhang anhört. Und diese Umgangsformen, die beziehen sich natürlich nicht nur darauf, wann ich meine WhatsApp-Nachrichten checke, sondern auch, wie gehe ich denn mit dem um, was mir eine Suchmaschine mitteilt? Wie verhalte ich mich in sozialen Medien? Ein super Beispiel ist, klicke ich wirklich auf den Share-Button auf Basis der Überschrift? Oder übernehme ich Verantwortung für das, was ich mit Reichweite ausstatte, indem ich mich erstmal kundig mache, ob das vielleicht totaler Quatsch ist? Da sind wir alle nicht davor gefeit, gelegentlich mal unserem Confirmation Bias nachzugeben und sagen, ja genau, das endlich sagt es mal jemand, ohne zu wissen, was unter der Überschrift eigentlich steht. Ja, also es sind alles so Beispiele dafür, glaube ich, wie auch die Welt und gerade die Welt der Erwachsenen noch an massiven Anpassungsschwierigkeiten leidet im Umgang mit diesem neuen medialen, sozialen medialen Ökosystem. Und
ich glaube, wir müssen gleichzeitig die Kinder und die Erwachsenen ertüchtigen. Und die Erwachsenen können ihre eigenen Kinder erst dann so richtig sozusagen in sinnvoller, verantwortungsvoller Weise anleiten, in dieser Welt sich zu bewegen, wenn sie es selber drauf haben. Und davon sind wir, glaube ich, an vielen Stellen noch relativ weit entfernt. Wenn wir nochmal auf die aktuelle Situation schauen, also das haben wir auch eingangs schon gehört, natürlich verbringen wir alle, sowohl Eltern, Erwachsene als auch eben Kinder und Jugendliche, sehr viel mehr Zeit noch mit digitalen Medien als zuvor. Welche Bedeutung kommt denn jetzt speziell den Plattformen jetzt auch eben aktuell in dieser Situation der Pandemie für Kinder und Jugendliche zu? Also welche Funktionen erfüllen die Plattformen eben auch aus Ihrer Sicht, Frau Frank, jetzt in dieser besonderen Lage? Vielleicht darf ich erstmal anknüpfen an das, was meine beiden Vorredner gesagt haben, weil ich das komplett unterstreichen würde. Ich glaube, wir haben sowohl die Situation, dass von vielen Erwachsenen immer noch nicht richtig anerkannt wird, dass es für Kinder nicht die Trennung dieser beiden Welten gibt. Es ist nur eine Welt da und wir brauchen ein unmittelbares Vorleben der Erwachsenenwelt, wie denn tatsächlich Umgänge sind, wie Verhaltensweisen sind. Das ist also auch nicht anders als in der realen Welt. Ne? Das hat Christian Stöcker, finde ich, sehr schön als mit Beispielen ja auch hinterlegt. Vielleicht noch mal eins, dieses Thema Digital Wellbeing ist ja auch gar kein neues Thema. Das wird jetzt sozusagen noch mal hervorgeholt oder verstärkt durch die Pandemie. Aber das ist ja was uns zumindest in den Kreisen sich mit dem Thema beschäftigen, ja schon länger beschäftigt. Und bei uns im Unternehmen ist es auch so. Es ist sogar so, dass wir eine eigene Definition dafür entwickelt haben. Also das zeigt, wie intensiv sich das Unternehmen damit beschäftigt hat. Und die Definition für uns ist, dass über Digital Wellbeing ein Zustand erreicht werden soll, in dem man selbstzufrieden ist, wie die Technologie in das eigene Leben passt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es auch zeigt, es ist jeweils sehr individuell für jeden Einzelnen, aber auch im jeweiligen Familienkontext, wie auch so Technologien eingesetzt werden. Und da kommt auch die Rolle der Unternehmen dann wieder ins Spiel. Es ist unsere Aufgabe, quasi Angebote zu gestalten. Thorsten Krause hat gesagt, es gibt relativ wenig Angebote, die passgenau für Kinder sind. Also wir haben mit YouTube Kids vor einigen Jahren ein Angebot entwickelt, wo wir tatsächlich das erste Mal die Kinderbrille aufgesetzt haben, gesagt haben, wir wollen hier ein Angebot machen, wo wir denken, das ist für Kinder gestaltet und nicht Angebote, wo wir ahnen, dass Kinder sie auch nutzen, sind aber gar nicht für Kinder gestaltet. Also ich glaube, das ist was, wo auch die Aufgabe von Unternehmen ist und vielleicht auch noch verstärkt liegen wird in der Zukunft, genau sowas besser im Blick zu haben und noch mehr im Blick zu haben. Und dann natürlich, das ist auch gesagt worden, was erleben wir in der Pandemiezeit und wo ist da die Rolle? Ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich die Möglichkeit, Kommunikation aufrechtzuerhalten. Ich glaube, alle von uns, die Kinder haben, können das nachvollziehen. Ne? Wenn man sich nicht mehr in der realen Welt treffen darf, ist der Moment ein bisschen leichter, aber eine Weile war es extrem streng. Dann sind das die Möglichkeiten des Austausches, die wirklich sehr wichtig sind und um so gegen die Einsamkeit auch entgegenzuwirken. Und dann ist es zumindest für viele Kinder ja auch das Thema Schule. Also wie verstehe ich wirklich, was im Physikunterricht gerade passiert? Also, und für viele Eltern übrigens auch. Ich könnte ohne Lehrer Schmidt nicht leben. Also, hätte schon lange den Anschluss im Physikunterricht verpasst. Also, ich glaube, genauso sind es die sehr unterschiedlichen Sachen, aber wir sollten nicht nur das Lernen nehmen, sondern Thorsten Krause, finde ich, hat zu Recht auch gesagt, es sind auch die spielerischen Aspekte. Ne? Die Kinder spielen und sollen auch spielen und das ist auch wichtig. Und für all diese Bereiche gibt es Angebote von Plattformen. Und das ist natürlich eine Rolle auch, die wir haben. Aber wenn Sie natürlich sagen, also auf der einen Seite geht es um Wissensvermittlung, dass es eben beispielsweise tolle Formate auf YouTube gibt, wo eben auch Schulstoff letztlich erklärt wird oder greifbarer gemacht wird, dann findet aber eben natürlich auch ein Großteil der persönlichen und privaten Kommunikation auch eben über soziale Medien statt, weil es eben auch schwer anders möglich ist im Moment, abgesehen davon, dass es auch darüber hinaus natürlich für Jugendliche und Kinder sehr wichtig ist, über diese Plattform zu kommunizieren, stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wenn das Digitale immer mehr Raum einnimmt, wie kann denn ein gesunder oder guter Umgang damit aussehen? Oder was ist denn überhaupt ein gesunder oder guter Umgang damit, Herr Stöcker? Die einfachste Antwort ist, also in dem Moment, solange die Leute nicht leiden und negative Emotionalität, negative Erfahrungen damit verbinden, dann
sollte man erstmal sagen, ist kein Problem. So. Das ist möglicherweise gesamtgesellschaftlich betrachtet noch zu wenig. Ja, weil wenn die Leute das Gefühl haben, sie sind die ganze Zeit super unterhalten, sie werden aber permanent mit, sagen wir mal, Desinformation oder sonst was gefüttert, ist das auf die Dauer gesamt, aber auch wenn sie selber da gar nicht drunter leiden, weil sie das gar nicht stört, gesamtgesellschaftlich ein Problem. Insgesamt glaube ich, es ist vielen, gerade Erwachsenen auch, und das erleben wir jetzt in der Pandemie natürlich sehr ausgeprägt, also wir alle gehören, die wir hier gerade miteinander reden, gehören mit Sicherheit zu einer Gruppe von der Gesellschaft, die sehr viel mehr Zeit damit verbringt, in Webcams zu gucken im Moment, als uns allen lieb ist. Ja? Das ist nicht gut für das digitale oder auch das sonstige Wellbeing. Das hat übrigens auch ganz konkrete physiologische und psychologische Gründe. Ne? Wenn man auf dem Bildschirm guckt, blinzelt man weniger. Sie sehen, ich gucke jetzt nach vorne, weil ich hier meinen Laptop auf dem Ständer stehen habe. Das mache ich schon seit vielen Monaten so, weil das dazu führt, dass man nicht ganz so bucklig die ganze Zeit vor dem Rechner sitzt. Es ist auch tatsächlich so sozial, das finde ich eine ganz interessante Erkenntnis, dass es gibt Studien, die zeigen, dass der kurze Zeitversatz, der in einer Videokonferenz normal ist, den man aber eigentlich kaum bemerkt, weil der so gering ist, dass wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass wir immer ewig warten, bis der oder die Nächste zu sprechen beginnt. Aber wenn Sie mal versucht haben, gemeinsam über Zoom zu singen, wissen Sie genau, dass das da einen ganz massiven Millisekundenversatz gibt, der dann zu einem katastrophalen Katzenjammer führt, weil alle immer langsamer werden. Da kann man das schön messen. Und dieser minimale Zeitversatz, das kann man wiederum auch in Studien zeigen, der führt dazu, wenn Sie das mit Leuten mit Telefonaten machen und sagen, die Antwort kommt immer ein paar Millisekunden zu spät, dann werden Gesprächspartner in Studien als weniger sympathisch und weniger kompetent eingeschätzt. Einfach nur durch eine Studie aus Berlin übrigens, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass die Antwort etwas später kommt, als man die bei einem normalen Face-to-Face-Turn-Taking erwarten würde. Oder nächster Punkt, hier ist es jetzt glücklicherweise so eingestellt, dass immer der Sprecher oder die Sprecherin eine Großansicht zu sehen ist. Wenn man aber eine normale Videokonferenz hat mit lauter Kacheln, also ich bleibe jetzt nur mal beim Thema Videokonferenzen, ganz kurz, dann sind die Leute alle so klein, dass man auch ihre Mimik nicht mehr richtig erkennen kann. Aber der menschliche Geist ist immerzu damit beschäftigt, in einem Face-to-Face-Gespräch im Gesicht des Gegenübers nach nonverbalen Signalen zu suchen, die eine zusätzliche Kommunikationsebene herstellen. Da gibt es jahrzehntealte Erkenntnisse aus der Psychologie zu diesem Thema. Ja, deswegen, man kann im Dunkeln sich besser über sehr persönliche Dinge unterhalten, weil man sein Gegenüber dann nicht angucken muss und dann in einem Intimitätskanal die Intimität ein bisschen runtergeregelt ist und so weiter. Und im Moment ist es so, wir sind alle dauernd in Situationen, in denen unser Kopf die ganze Zeit versucht, das Gegenüber nonverbal zu verstehen, es aber nicht kann, weil auf der Briefmarke einfach nicht genug Information ankommt. Sind alles Faktoren, die zum Beispiel dazu beitragen, dass ich weiß nicht, ob das jemand anders erlebt, aber mir und allen Menschen, die ich bis jetzt darüber gesprochen habe, geht es so, dass mich 2 Stunden Vorlesung per Videokonferenz deutlich mehr anstrengen als 2 Stunden Vorlesung im Hörsaal. Und das hat diese ganz konkreten digital begründeten, technisch begründeten Ursachen. Das ist jetzt ein Beispiel für einen größeren Komplex. Ich glaube, dass wir uns sozusagen mit den für uns gar nicht, da ist der Zeitversatz, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, weil es eben was so was Unmerkliches ist, was aber eben reale Auswirkungen hat, dass wir das Ausmaß der für uns eher das Wohlbefinden nicht steigernden Effekte der digitalen Mediennutzung noch nicht so richtig auf dem Zettel haben. Ja, sind dann immer alle kaputt, wenn sie abends den ganzen Tag Videokonferenzen hatten. Aber niemand setzt sich richtig damit auseinander, woran es liegt. Und schon gar nicht wird daraus die Schlussfolgerung gezogen, dann machen wir jetzt halt nicht mehr einen normalen Arbeitstag, 8 Stunden lang Videokonferenzen, sondern wir müssen das irgendwie anders organisieren. Soweit sind wir müssen wir natürlich auch unter hohem Druck gerade diese Veränderung vollziehen. Aber das gleiche Hinterherhinken, da sind wir wieder bei den Umgangsformen, haben wir, glaube ich, an vielen anderen Fronten auch. Und ich glaube tatsächlich, dass den Blick darauf zu richten, was ist da eigentlich anders, was ist nicht nur produktivitätssteigernd, Videokonferenzen sind immens produktivitätssteigernd. Jeder von uns kann im Moment doppelt so viele Termine wahrnehmen wie vorletztes Jahr. Aber das ist eben auch nicht das Einzige, was dazu führt, was eine Rolle spielt. Und ich glaube, damit haben wir uns als Gesellschaft noch nicht ausreichend
auseinandergesetzt. Und da muss ich jetzt auch Frau Frankmann in die Pflicht nehmen. Das ist schön, dass die, YouTube und Google sich mit dem Thema beschäftigen. Aber natürlich ist auch die Art und Weise, wie Plattformen gestaltet sind, deren Monetarisierungsziele eben was anderes sind als es soll den Leuten möglichst gut gehen, in der Pflicht ein bisschen stärker vielleicht darauf zu achten, dass bestimmte Dinge nicht mehr ganz so ausgeprägt sind wie im Moment. Also Stichwort, jeder, der hier zuhört, hat, behaupte ich, schon mal sein Handy in die Hand genommen. Wenn wir jetzt Publikum hätten, könnten wir kurz abstimmen. Es funktioniert immer. Und dann, um auf die Uhr zu gucken, oder einen Kalender, und dann 10 Minuten später erstaunt festgestellt, jetzt mache ich was total anderes. Und zwar schon seit 10 Minuten. Ja, was daran liegt, wie Benutzeroberflächen gestaltet sind, dass die eben möglichst einfache, gedankenlose Interaktion, die vielleicht belohnende Effekte hat und so weiter, anregen. Das führt dazu, dass ganz viele Erwachsene auch das Gefühl haben, ich habe mein Handy viel mehr in der Hand, als ich eigentlich will. Ja, das sind alles reale Auswirkungen psychologischer Faktoren von massivem Hineinwirken von digitaler Technologie in unseren Alltag, über die wir im Moment meines Erachtens zu wenig reden. Ich nehme an, Frau Frank würde sicher gerne darauf reagieren, und ich würde auch einen Punkt gleich noch aus unserem Gespräch oder vorangegangenen Gespräch aufnehmen, denn da sagte Herr Drexler, naja, eigentlich haben doch die Plattformen gar kein Interesse daran, dass die Nutzer am Ende des Tages total erschöpft sind, wenn sie auf den Plattformen gewesen sind. Also wie sehen Sie das denn, Frau Frank, wenn natürlich Herr Stöcker Ihnen da auch diesen Vorwurf macht? Sie machen natürlich auch eben mit dem Design der Plattform, natürlich auch wollen Sie, dass die Leute dort sind und dort bleiben und dort möglichst lange natürlich auch. Also ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Bereiche, über die wir jetzt reden. Ich glaube, Herr Stöcker hat gar nicht so sehr YouTube gemeint und die Google-Suche gemeint, sondern ich glaube, sozusagen, wenn er das Handy anspricht, geht es dann eher um Android und die Infrastrukturen. Aber ich spreche gerne über beides, weil natürlich gibt es da Verantwortlichkeiten. Und wir haben auch versucht, und ich habe vorhin schon angefangen, darüber zu erzählen, Informationen einzubauen. Also ich glaube, der erste Weg ist die Bewusstseinsschaffung. Also wie viele von uns, und das haben Sie sehr zu Recht gesagt, nutzen digitale Medien oder das Smartphone und sind sich gar nicht bewusst, wie lange sie es überhaupt nutzen. Also genau sowas kann man ja einstellen und sagen, es gibt sozusagen einen Bericht darüber, wie lange Zeit ich am Tag, in der Woche genau dort verbringe. Dann kann ich einstellen, wann ich Schlafzeiten haben will, wann ich nicht mehr erinnert werden will. Ich kann Mittagessenzeiten einstellen, Abendessenzeiten einstellen, um genau solche Situationen zu vermeiden, die geschildert wurden. Ich glaube, das ist total wichtig in dem alltäglichen Umgang innerhalb von Familien oder auch außerhalb von Familien, also im alltäglichen Umgang einfach zu sagen, es gibt Zeiten, wo digitale Medien einfach wirklich keinen Platz haben sollten. Und wenn ich das selbst noch nicht hinkriege, weil ich so weit noch nicht bin in meinem persönlichen Umgang damit, dann kann ich mir helfen lassen. Und dazu gibt es eben Tools, die wir anbieten, die andere Unternehmen anbieten. Aber ich gebe Christian Stöcker recht, da sind wir vielleicht als Gesellschaft noch nicht. Und da gibt es bestimmt auch noch Sachen, die wir als Unternehmen noch besser machen können, als wir das heute tun. Wenn wir über die Plattform reden, das ist, glaube ich, nochmal ein zweiter Bereich, der angesprochen wurde. Sagen, was ist mit der Verweildauer von Menschen auf Plattformen? Und haben wir nicht, und Sie sprachen ja auch darauf an, haben wir nicht ein Interesse, Menschen möglichst lange auf unseren Plattformen zu halten? Ja, natürlich ist eine Verweildauer ein Kriterium. Aber am Ende des Tages ist das viel entscheidende Kriterium, dass wir wollen, dass Leute tatsächlich ein positives Erlebnis da haben. Das heißt, wenn ich nach 2 Stunden das Gefühl habe, was mache ich denn da eigentlich? Jetzt habe ich schon wieder irgendwie Zeit vergeudet. Was will ich eigentlich in dem Dienst? Dann habe ich am Ende eben kein positives Erlebnis. Das heißt, sozusagen, das ist, glaube ich, eine Abwägung oder eine Auswägung, die passiert und die passieren muss. Also da die eine Frage ist, helfen quasi Empfehlungen dabei, Menschen sinnvolle, interessante, neue Inhalte auch sozusagen zu präsentieren? Und fördert das die Verweildauer? Das ist nur so lange richtig und gut, wie Leute das empfinden, dass sie sozusagen ihre Zeit dort sinnvoll verbracht haben. Und irgendwann kippt das. Und das empfinden wir auch so. Und deshalb ist die Verweildauer sozusagen nicht das allentscheidende Kriterium in dem Bereich. Wir fragen Nutzerinnen und Nutzer immer wieder auch danach, wie sie einzelne Videos tatsächlich bewerten, ob das für sie sinnvoll war, eine gute Information war oder nicht. Aber die Empfehlungen basieren nicht nur darauf, ob das eine gute Information war. Und gleichzeitig gibt es auch das, was für uns ganz entscheidend ist, zu sagen,
schädliche, Herr Stöck hat auch darauf angesprochen, was ist denn, wenn wir jetzt nur noch mit Desinformation gefüttert werden und selbst wenn wir das als positiv empfinden, ist es am Ende gesellschaftlich problematisch. Das sehen wir ganz genauso. Und deshalb gibt es sozusagen Algorithmen, die versuchen, genau dagegen zu wirken und solche Informationen zu reduzieren, selbst wenn sie am Anfang vielleicht sozusagen schnell geklickt wurden, wenn uns Signale gegeben werden, dass wir wissen, es ist keine valide Quelle, das ist keine seriöse Information, dann werden solche Informationen auch downgerankt. Ich lasse es vielleicht da, wie Sie merken, könnte ich ganz lange darüber sprechen. Ich will das nicht monopolisieren. Herr Stöcker würde, glaube ich, ganz gerne auch darauf reagieren. Bevor wir aber das machen, würde ich gerne Herrn Krause noch mal mit in unsere Runde reinholen. Denn was ich auf jeden Fall auch aus beiden Perspektiven jetzt herausgehört habe, ist schon, man kann, und das ist ja auch eine sehr Jugendliche oder eine Kinderperspektive, man kann eben auch nicht online und offline eben so voneinander trennen. Das heißt also, alles, was ich natürlich im digitalen Raum erlebe, hat Auswirkungen auf das, wie ich mich vielleicht danach, wenn ich etwas anderes tue, fühle und umgekehrt. Und da würde ich gerne Herrn Krause nochmal ins Boot holen. Also wie kann man denn auch abseits davon, dass wir erstmal nur über das Digitale als solches sprechen, also Kinder fitter machen im Sinne von Digital Wellbeing oder vielleicht sogar einer größeren Betrachtung von Wellbeing, damit sie eben in einem Alltag, in dem natürlich digitale Medien immer stärker eine Rolle spielen, sich eben gut und wohl fühlen können. Ich glaube, dass das Wichtigste für diese Frage ist, und es klang bei Frau Frank ja auch schon an, wie Kinder sich selber fühlen. Also Frau Frank hatte gesagt, dass sie das Unternehmen für sich selber als Selbstzufriedenheit auch definiert haben, das Wellbeing. Und ich glaube, dass das ein ganz ausschlaggebendes Moment ist, mit den Kindern selber ins Gespräch zu kommen, was sie als normal, als positiv empfinden, was sie als gesund auffassen und wie sie sich selber mit diesen Angeboten wohlfühlen. Weil ich glaube, dass wenn wir darüber diskutieren, wie viel Zeit Kinder im Internet oder in diesen Angeboten verbringen, dass das nicht der ausschlaggebende Punkt sein kann, weil es auf die Qualität des Angebotes beispielsweise darauf ankommt. Wenn wir jetzt wissen, dass die Kinder seit einem Jahr nun auch zum Beispiel viel Unterricht digital wahrnehmen, dann ist die Mediennutzungszeit, die wir in 2020 über Statistiken erhoben worden sind, mit 4 Stunden und ein paar Minuten gar nicht mehr so hoch, wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit eigentlich Kinder in der Schule zum Beispiel verbringen sollten. Und da kommen natürlich die ganzen Freizeitaspekte und dergleichen noch dazu. Ein anderer Aspekt ist, glaube ich, auch, dass wir darüber diskutieren müssen, ob Kinder an der Stelle konsumieren und einfach nur Angebote entgegennehmen oder ob sie selber auch kreativ gestaltend tätig sind, ob sie selber diesen Raum nutzen, um sich selber auszudrücken, um selber ein Musikvideo zum Beispiel zu gestalten oder einen Comic zu designen. Und da gehen auch mal ganz schnell viele Stunden ins Land, um so ein Produkt fertig zu machen. Aber es kann total befriedigend und selbsterfüllend sein und als sehr positiv wahrgenommen werden. Deswegen glaube ich, dass man über die Qualität des Angebotes viel mehr reden muss, als über die Zeit, die da verbracht werden muss und ganz stark berücksichtigen muss, wie sich das Kind, wie sich der Jugendliche selber damit fühlt. Und Eltern haben dafür natürlich ein Gespür. Wer in der Familie aufeinander achtet, kriegt ja auch mit, schläft mein Kind abends normal ein, hört es mir zu, ist es total zappelig und aufgeregt und kann nichts mehr aufnehmen oder so. Und ich glaube, wenn man auf diese Aspekte achtet und miteinander im Gespräch ist, dann kann man da gemeinsam auch einen guten Weg finden, wie man auch mit den digitalen Medien gut aufwachsen kann. Da sind wir auch schon so ein bisschen beim Stichwort Rechte, Kinderrechte, und die gibt es natürlich eben auch im digitalen Raum. Welche Kinderrechte haben denn im digitalen Kontext eine ganz besondere Bedeutung? Es haben fast alle Rechte eine ganz besondere Bedeutung. Der Ausgangspunkt, glaube ich, ist natürlich, dass Kinder den Recht auf Zugang zu Informationen und Medien haben. Das ist im Grunde der Schlüssel. Also wir können, selbst wenn das irgendjemand wollte, können wir Kinder nicht von den Medien und vom Internet fernhalten, weil sie ein Recht darauf haben, dort auch den Zugang zu haben, daran partizipieren zu können. Und dann sind im Grunde, eröffnet sich danach ein Fächer, der eigentlich alle Kinderrechte tangiert. Sie haben natürlich ein Recht darauf, gesund aufzuwachsen. Das passt zu unserem Thema. Natürlich haben Kinder ein Recht darauf, geschützt zu werden vor Gefährden und Risiken, die sie bei diesem gesunden Aufwachsen stören können. Sie haben ein Recht auf Privatsphäre. Das betrifft natürlich ganz immens
den digitalen Raum. Sie haben ein Recht darauf, ihre Meinung mitzuteilen oder auch ihre Religion auszuüben. Und da dürfen natürlich Algorithmen, Filterblasen und dergleichen dürfen nicht dafür sorgen, dass sie da in Konflikt zum Beispiel mit ihren eigenen Wertvorstellungen kommen. Natürlich soll da eine Vielfalt abgebildet werden, aber sie dürfen auch nicht überwältigt werden durch die Vorauswahl oder durch eine einseitig gerichtete Information, die einem da dann wiedergebildet wird. Man kann im Grunde sagen, dass eigentlich alle Kinderrechte im digitalen Raum angesprochen werden und nicht zuletzt vor diesem Grund haben die Vereinten Nationen auch vor wenigen Wochen erst einen neuen General Comment herausgegeben, der nochmal ganz konkrete Hinweise dazu gibt, wie Kinderrechte im digitalen Raum auf der einen Seite geschützt, aber wie sie eben auch verwirklicht und befördert werden können. Also eine Idee aus Plattformsicht, Frau Frank, ist natürlich eben auch dieses YouTube Kids. Also man möchte natürlich mit der Plattform, Sie werden mir zustimmen, eben genau diese Richtlinien ja auch umsetzen, weil man eben einen geschützteren Raum für Kinder und Jugendliche schaffen möchte. Was macht jetzt YouTube Kids beispielsweise konkret anders als das große Original, so würde ich es vielleicht mal nennen? Also die Gestaltung ist schon völlig anders. Also Sie werden, wenn Sie das mal nutzen, ich kann Sie nur einladen, das zu machen, werden sehen, dass es wirklich für Kinder gedacht ist, die so im Kindergarten, Grundschulalter sind. Das ist, die Navigation funktioniert wirklich sehr einfach und ist sehr gestalterisch angelegt. Die Inhalte sind sozusagen selektiert, und zwar für die Altersgruppe selektiert. Eltern können sehr engmaschig und enggliedrig das wirklich einschränken, können sagen, dass die Suche zum Beispiel deaktiviert ist, sodass nur der Startbildschirm, der vorselektiert ist und sozusagen händisch überprüft ist, angeschaut werden kann. Also das ist wirklich ein gedachter, sicherer Raum. Und man kann so langsam peu à peu tatsächlich das auch erweitern. Eltern können, wenn sie Konten anlegen, vielleicht noch zu einem Punkt von Herrn Stöcker, man kann YouTube Kids auch nutzen, ohne eingeloggt zu sein, also einfach so, sodass überhaupt gar keine Daten zum Beispiel fließen. Aber ich kann, wenn ich unterschiedliche Nutzungsprofile für Kinder erstellen will, dann geht das natürlich nur, wenn ich sozusagen eine Profilerstellung da habe. Aber dann kann ich auch sagen, meine Tochter ist 4 und mein Sohn ist 7 und natürlich interessiert die andere Sachen, und ich kann sozusagen vordefinierte Listen dann auch erstellen. Also das ist der Hintergrund für YouTube Kids. Wir haben vor einigen Wochen, seit Mitte März auch angekündigt, eine Beta-Version eines sozusagen YouTubes unter Elternaufsicht, weil wir auch sehr intensiv natürlich gehört haben von Kinderschutzorganisationen, von Eltern, von Regulatoren, naja, das ist ja ganz hübsch mit euren YouTube-Kids, aber das ist ja wirklich nur für die ganz Kleinen. Mhm. Sozusagen, was ist denn mit den bisschen Älteren? Und die wollen YouTube und die wollen auch nicht als Kids gesehen werden, sondern die sind natürlich die großen Reifen. Und die sollten aber vielleicht auch noch nicht alles das sehen und erfahren, was auf YouTube Main, so nennen wir das, als präsentiert wird. Das heißt, Eltern haben jetzt die Möglichkeit, wenn sie über Family Link, ein nächstes Angebot, was wir Familien bereitstellen, im Prinzip so eine Art Jugendschutzkonto erstellen. Und da können sie dann über entscheiden, sozusagen, wie weit sie YouTube Main einschränken. Da gibt es 3 Altersstufen im Prinzip, die sie haben. Da sind zum Beispiel auch noch so ein Thema Empfehlungen ausgeschlossen, ne, um genau solche Situationen nicht zu haben, dass Jugendliche tatsächlich von einem Video zum nächsten stolpern und immer weitergehen. Weil ich glaube, auch wenn wir über solche Sachen wie Digital Wellbeing sprechen, haben wir sehr unterschiedliche Situationen, auch je nachdem, wie alt die Nutzerinnen und Nutzer sind, ne. Ob wir sprechen über 4-Jährige oder 14-Jährige oder 34-Jährige. Und danach sollte sich Technologie und Angebote eben auch richten und verändern. Nun ist es ja ein Beispiel eben von YouTube, aber es ist ja nicht überall so, und auch Sie sind ja sozusagen gerade erst in diesem Prozess dabei. Das heißt, das, was Herr Krause vorhin gesagt hat, natürlich wollen Jugendliche, wollen Kinder die Angebote nutzen, die sie im Internet finden, und das sind eben nicht immer nur kindgerechte Angebote. Also natürlich können Kinder und Jugendliche in Kontakt kommen mit Inhalten, die nicht für sie bestimmt sind, und sie kommen auch in Kontakt mit diesen Inhalten. Wie begegnet man denn diesem Problem? Also man kann dem natürlich technologieseitig begegnen, aber es ist natürlich eben auch nur eine Sache. Es ist ja auch eine Frage des Umgangs, wenn man vielleicht eben nicht zu 100% vermeiden kann, dass man auf diese Inhalte stößt. Was meinen Sie, Herr Stöcker? Also ich muss jetzt erst noch mal Frau Frank kurz triezen, weil also, 2 Sachen würde ich schon noch gerne noch mal anhängen. Also es ist so, YouTube optimiert für Watchtime. Ja, das ist das primäre Optimierungsziel, wissen wir seit 2012, seit 2016
ja, ich kann hier sogar das Paper zitieren, Covington et al. Von der Rexus-Konferenz damals in Kanada, wird das Ganze optimiert auf Watchtime mit neuronalen Netzen, also einer KI, Lernmaschinentechnologie. Und laut Neil Mohan, dem Product Chief von YouTube, entfällt 70% aller Watchtime, also hat er 2018 gesagt, bei YouTube auf algorithmisch kuratierte Inhalte. Also das ist ein System, das sehr gut funktioniert, um die Leute lange bei der Stange zu halten. Und das ist auch sein oberstes Designziel. Der Verantwortung müssen sich stellen, Frau Frank. Ich will aber überhaupt nicht in Abrede stellen, dass Sie versuchen mit YouTube Kids und den Abstufungsangeboten für Jugendliche und eben der Tatsache, das finde ich sehr gut, dass es möglich ist, da abzustellen, dass Empfehlungen sozusagen dieser Autoplay-Mechanismus sozusagen fortgesetzt weiterläuft. Das ist ein ganz wichtig, denn das ist das nächste. Studie von Pew aus 2018, Autoplay empfohlene Videos werden progressiv länger. Ja, jedes Video ist immer noch eine Minute länger als das davor. Also der ganze Mechanismus hat einen einzigen primären Zweck und das ist, guck bitte weiter, weil das monetarisieren wir. Bei YouTube Kids gab es, das ist jetzt aus Internetsicht natürlich graue Vorzeit, aber 2017 ein Fall, wo Frau Frank jetzt natürlich genau weiß, wovon ich rede, dass plötzlich da Videos auftauchen, wo irgendwie Mickey Mouse vom Auto überfahren wird und dann blutend auf der Straße liegt oder irgendwie bei Paw Patrol Tiere sterben und dann beerdigt werden und so weiter, weil irgendwelche Satiriker lustige Versionen von Kindervideos produziert haben und die dann bei YouTube Kids algorithmisch empfohlen wurden. Das ist natürlich, hat die New York Times damals relativ groß aufgegriffen und mir ist auch klar, dass solche Dinge immer wieder als Kollateralschäden algorithmischer Kuratierung passieren und dass dann die Unternehmen darauf reagieren und reagieren müssen. Das ist, glaube ich, ein Problem, das uns auch erhalten bleiben wird. Also diese Systeme sind so groß und so komplex, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass alles, was schiefgehen kann, vorhergesehen und verhindert wird. Dem muss man ins Auge sehen. Damit komme ich jetzt zurück zur Frage. Solange das Internet so ist, wie es ist, ja, solange das sollten wir uns, glaube ich, alle nicht wünschen, kein vollständig reglementiertes, unter staatlicher Aufsicht stehendes Broadcast-Medium ist, wie das in totalitären Staaten ist, oder steht nicht unter staatlicher Aufsicht, aber ist natürlich auch sehr viel stärker reglementiert in Deutschland, Fernsehen und Rundfunk sind. Solange das nicht der Fall ist, wird es für Eltern immer ein großes Risiko bergen, ihre Kinder einfach so unbeaufsichtigt ins Internet zu lassen. Weil es gibt ja nicht nur YouTube, sondern es gibt auch YouPorn. Und dazu müssen sie gar nichts machen, um da sich Dinge anzugucken, die natürlich für Kinder überhaupt nicht geeignet sind, völlig klar. Und viele, 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 viele andere Angebote, wo das auch so ist und wo man möglicherweise vielleicht ein bisschen mehr Aufwand treiben muss, aber auch also ich meine, Standardbeispiel immer, als ich in der Schule war, gab es ein Video, ein Film, der hieß Gesichter des Todes. Ich weiß nicht, ob das vielleicht manchen Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein Begriff ist. Das war angeblich eine Aneinanderreihung von Snuff-Videos, also von Videos aus Überwachungskameras oder von irgendwelchen Hinrichtungen in den USA oder so, auf denen man Leute real sterben sieht. Mittlerweile ist klar, viel davon war in Wirklichkeit nicht echt, aber damals dachte man, boah, da sieht man lauter Leute sterben. So, echt. Und dieses Video, natürlich war das in Deutschland auf Index, sehr klar. Ja, Snuff ist nicht als Unterhaltungsinhalt geeignet in Deutschland, Gottlob. Aber natürlich gab es davon Schwarzkopien und diese Schwarzkopien wurden dann so unter den Schülern, die sich gegenseitig ein bisschen gruseln wollten, als von VHS-Kassette zu VHS-Kassette weitergereicht. Also mit anderen Worten, Kinder und Jugendliche, es wird immer eine Subgruppe finden, die ein Interesse daran hat, sozusagen entsprechende Mechanismen zu unterlaufen und sich Sachen anzugucken, die für sie nicht geeignet sind. Da kann man auch nichts machen, fürchte ich. Ja, das ist so. Aber für die allermeisten Eltern, und jetzt beantworte ich endlich die Frage, es geht nicht, das war aber vorher auch schon so, das war auch im Zusammenhang mit Gesichter des Todes schon so, es geht nicht ohne eine Vertrauensbeziehung zwischen Eltern und Kindern, die es ermöglicht, dass man über was guckst du dir denn da an oder was machst du denn da, meinetwegen, wenn es um Spiele geht, reden kann.
Ja, also Eltern-Kind-Beziehungen, in denen das nicht geht, in denen das nicht stattfindet, ich hoffe, dass Herr Krause das so ähnlich sieht wie ich, die haben auch noch ganz andere Probleme als das Internet. Nur die Probleme, die werden möglicherweise dann durch ein Internet und alles, was damit zusammenhängt, noch verschärft. Aber dass dieses Problem, dass wir ein gigantisches, unsortiertes, auch mit viel furchtbaren Dingen gefülltes, endloses Mediensystem jetzt haben, das eigentlich allen offen steht, das lässt sich nur sehr bedingt und punktuell mit Regulierung behandeln. Also insbesondere, was den Jugendschutz angeht. Es geht zum Teil, aber es ist leider zwangsläufig, sage ich als jemand, der an anderen Punkten sagt, da geht nur Regulierung, wirklich ein auf individueller, familiärer Ebene gelöst werden muss. Und ich glaube, dass viele Eltern sich damit im Moment ziemlich alleingelassen fühlen. Das ist so ein bisschen ein Problem. Also so eine Ausbildung von Eltern im Zusammenhang wie funktioniert das eigentlich alles und was mache ich denn wenn und so. Ich glaube, dass es da durchaus einen hohen Bedarf dafür gibt, aber ich kann das nicht flächendeckend erkennen. Dann machen wir es doch mal praktisch. Und zwar, ja. Herr Krause, wie kommt man denn gut ins Gespräch mit Eltern eben über Medien oder auch gefährliche Inhalte in den Medien? Oder auch gefährliche Technologien? Erstmal das Verstehen von Technologien. Ich kann da ganz wunderbar anschließen bei Herrn Stöcker. Und Sie brauchen auch keine Sorge haben, dass ich da jetzt in den Dissens komme. Das ist überhaupt nicht so. Ja, ich glaube, wir brauchen ein vertrauensvolles Verhältnis untereinander, Kinder und Eltern. Und genauso wie man zum Beispiel, wenn das Kind in die Schule kommt, am Anfang den Schulweg miteinander übt und ausprobiert, so kann man natürlich auch gemeinsam lernen und ausprobieren, ins Internet zu gehen und zu gucken, was gibt es da alles für Angebote. Und trotzdem kommen wir am Ende zu Punkten, wo man nicht jedes Risiko, jede Gefährdung vorhersehen kann. So, wir wissen natürlich nicht, wenn das Kind dann unbegleitet unterwegs ist, ob es nicht doch sozusagen eine Kreuzung vorher rechts abbiegt und den anderen Weg entlangläuft und was ihm da begegnet sozusagen. Aber wir können es aufklären über die grundsätzlichen Gefährdungen und Risiken, die bestehen, über das, was es da gibt und was vielleicht unangenehm sein kann, was Unwohlsein verschaffen kann. Und wichtig ist es dann, glaube ich, aber zu vermitteln, wenn dieser Fall eintritt, dass man sich dann wieder an die Eltern wenden kann und dass man darüber sprechen kann, wie man versucht, dass einem das nicht nochmal passiert und dass wir dann nicht in Situationen geraten, wo Eltern sagen, na, das Beste ist, du gehst nicht mehr ins Internet oder ich nehme dir das Handy jetzt weg, damit dir das nicht mehr passiert. Das ist, das käme sozusagen eigentlich, wäre vergleichbar wie 14 Tage Stubenverbot sozusagen, was sozusagen ältere Generationen vielleicht noch hatten. Es wäre genau derselbe Ausschluss sozusagen aus der Welt, von Freunden, von Angeboten, wie heute, wenn ich sage, ich nehme dir das Handy jetzt weg, sozusagen, um dich zu schützen. Das ist nämlich kein Schutz. Wir müssen die Kinder befähigen, sich in diesen Räumen, im digitalen Raum bewegen zu können und mit ihnen gemeinsam darüber sprechen, was dort vorteilhaft ist und was eben auch Gefährdungen verursacht. Ich glaube aber, dass nicht nur die Eltern an dieser Stelle eine Verantwortung haben. Der Umgang mit digitalen Medien ist die neue vierte Grundfertigkeit. Neben Lesen, Schreiben, Rechnen muss das in der Schule stattfinden. Das ist so essentiell, was mit diesen Medien verbunden ist. Und das ist auch gar nicht mehr wegzudenken. Also selbst wer auf die Idee käme, ich ziehe mein Kind ohne Handy und ohne Computer groß, der bereitet sein Kind eben nicht auf ein Leben in dieser Welt vor. Und das muss ja der Weg sein. Und deswegen hat Schule da eine ganz große Rolle. Und deswegen gehört Medienbildung in die Schule. Da gehören zum einen die Kompetenzen natürlich dazu, was ich da alles und wie ich das machen kann. Aber ich finde, da gehört auch dazu, natürlich darüber zu reden, was es an analogen Alternativen gibt. Ich muss nicht für alles digitale Tools und Devices in Funktion oder in Nutzung bringen, sondern aber ich muss eben auch darüber diskutieren, wie man es eben auch anders machen kann. Das muss Gesellschaft und das muss Schule auch vermitteln. Und was uns da ganz doll im Wege steht, ist natürlich, dass, wie eine Studie des Kinderhilfswerks gerade auch herausgefunden hat, dass natürlich viele Kommunen Grün- und Spielflächen und Brachflächen auch zunehmend zurückbauen. Das ist diese Freiräume, wo Kinder unterwegs sein können, sich selbst sozusagen auch körperlich betätigen, erfahren können, dass diese Räume verschwinden zunehmend. Aber wir brauchen natürlich, wenn wir darüber diskutieren, dass nicht nur Zeit im digitalen Raum verbracht werden soll, dann brauchen wir natürlich analoge, attraktive Angebote.
Vielen Dank. Das bringt mich zu einer letzten Frage noch für Herrn Stöcker. Mit Blick auf die Zeit muss ich darauf drängen, einigermaßen kurz. Und zwar, wie viel Aufklärung brauchen wir denn über Technologie, um gut mit ihr umgehen zu können? Also was müssen auch Kinder und Jugendliche selber schon wissen, um sich gut und kompetent im Netz bewegen zu können? Also das treibt mich extrem um, diese Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir im Werbeblock, wir haben an der Hamburg schon seit längerer Zeit ein Projekt, das heißt Klickwinkel. Da geht es darum, dass Schüler und Schülerinnen ein journalistisches Video produzieren. Und dazu gibt es aber einen Berg, also einen Wettbewerb. Frank-Walter Steinmeier ist der Schirmherr. Aber es gibt ganz viel Material für Schüler und Lehrerinnen und Lehrer, um im Unterricht sich mit dem nicht nur, wie funktioniert Journalismus, sondern auch was macht eine Social-Media-Plattform? Wie sortiert die Inhalte? Wie funktioniert eine Suchmaschine? Was ist Desinformation? Was ist Journalismus? Warum verbreitet sich Desinformation? Wer hat daran ein Interesse? All diese Fragen behandeln wir darin. Das stellen wir jetzt gerade noch auf eine viel größere Basis. Gestern wurde in Hamburg eine Studie vorgestellt namens Use the News, die das Hans-Bredow-Institut gerade gemacht hat, zum Thema, wie gehen Jugendliche mit Medien um, was wissen sie darüber, was für Typen gibt es da. Und da sind ein paar durchaus ermutigende Ergebnisse dabei, aber auch ein paar durchaus erschreckende. Also es gibt einen Teil, eine Untergruppe von vier Gruppen, die in dieser Studie identifiziert worden ist. Das sind Leute, die sagen, also erstens interessiere ich mich für politische und gesellschaftliche Informationen eigentlich gar nicht. Und die Informationen, die ich bekomme, sagen dann, die am häufigsten genannte Quelle sind Influencer. Und da kann man natürlich sagen, es ist nicht schlimm, es gibt ja tolle Influencer, die tolle, interessante Dinge erzählen, aber das kann natürlich auch Attila Hildmann sagen. Also da gibt es, ich sag mal, der Problembedarf ist erkannt und der nächste Schritt dieses Use the News-Projekts, das heißt die HW dankenswerterweise wieder involviert, wird sein, im Rahmen eines Projektes namens One, wirklich ein Curriculum, das knüpft unmittelbar an das, was Herr Krause gesagt hat, an ein Curriculum zu entwickeln, das dann tatsächlich über die Lehrerbildung im Studium endlich diese Inhalte, endlich regelhaft in die Lehrpläne zu bringen. Das ist in Deutschland ein sehr, sehr schweres Stück Arbeit, ja, weil sie 16 Bundesländer haben, die alle eigene Bildungspolitik machen. Aber das ist das Ziel. Das müssen, da bin ich völlig bei Ihnen raus, müssen wir machen. Die Eltern, ich habe die ganze Zeit gesagt, die Eltern müssen das leisten, aber wir brauchen das als festen Bestandteil des schulischen Unterrichts. Und ich finde, das ist der vierte Skill, das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Also genauso würde ich das auch sehen. Wir im Moment entlassen, die Leute können in Deutschland Abitur machen, ohne überhaupt zu wissen, wie ein Computer funktioniert. Also wir sind noch sehr weit davon entfernt. Aber so ein paar Basics, was ist algorithmische Sortierung? Und wie funktioniert die? Und welche Kriterien fließen da ein? Und ist das, was bei Google weiter oben steht, immer auch das bessere? Antwort nein. Das sind Sachen, die gar nicht so schwer zu erklären sind. Und das muss aber einfach flächendeckend gemacht werden im Unterricht. Lernende Maschinen müssen ein Verständnisthema für deutsche Schülerinnen und Schüler. Und damit würde ich gerne zuletzt nochmal das Wort auch noch einmal an Frau Frank und nochmal an Herrn Krause übergeben. Vielleicht haben Sie auch noch ganz praktisch einen Tipp oder ein Hinweis auf ein gutes Angebot im Bereich der Medienbildung, wo Sie sagen, das lohnt sich anzuschauen. Herr Krause, Sie sind der Experte, Sie zuerst. Es gibt eine ganze Reihe von guten Angeboten, die sich unter dem Label Gesund aufwachsen mit Medien zusammengeschlossen haben. Wer die Initiative GAMM, also GAMM, Gesund aufwachsen mit Medien, googelt, wird auf eine ganze Reihe von Angeboten stoßen, die zum einen für Kinder gemacht sind und für Kinder gestaltet sind und sie zum Mitmachen einladen, aber auch ganz viele Informationen für Erwachsene und Eltern, wie sie gemeinsam mit Kindern darüber ins Gespräch kommen, wie man vielleicht auch Mediennutzungszeiten gemeinsam vereinbaren kann. Ich glaube, dass da jeder das Angebot auch für sich finden kann. An uns liegt es jetzt eher noch, solche Angebote auch entsprechend bekannt zu machen. Frau Frank? Vielleicht ist Bekanntmachen auch ein gutes Stichwort für mich, weil ich sehe sehr viele Medienkompetenzinitiativen in Deutschland und haben wir gehört und alle in sich selbst total super. Und ich glaube, wir würden alle eine Petition unterschreiben, die sagt, wir brauchen mehr Medienkompetenz in den Schulen. Ne? So. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir tatsächlich hinkriegen, aber was andere Länder wirklich, glaube ich, besser machen als wir, ist, dass die enger zusammenstehen zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Unternehmen, dass es nicht so gegeneinander gedacht wird, sondern
dass mehr ganzheitliche Kampagnen entwickelt werden. Weil ich glaube, der große Vorteil der Unternehmen ist, dass wir viel näher an den Nutzern dran sind. Und zwar auch an Nutzern, die man sonst vielleicht viel schwieriger über klassische medienpädagogische Angebote erreicht. Und ich glaube, da Scheuklappen nochmal runterzunehmen und ein bisschen kreativer zu denken, das würde ich mir wünschen. Weil auf die Schulen zu warten, das müssen wir tun, aber darauf sollten wir uns nicht verlassen, das als einzige Antwort zu hinterlegen. Und tatsächlich, wo wir auch beim Thema Wellbeing sind oder schon fast auch waren, auf wellbeing.google gibt es auch nochmal Informationen zum Thema Wellbeing, gerade im Umgang natürlich auch mit den Google-Produkten, aber auch generell zum Thema Digitales, um vielleicht diesen Reigen am Ende nochmal zu ergänzen. Ich danke für die sehr lebhafte Diskussion zum Thema Wellbeing. Ich nehme auf jeden Fall mit, wir brauchen eine stärkere Sensibilisierung dafür, wie anstrengend doch eben auch das Arbeiten mit digitalen Medien oder das Leben mit digitalen Medien manchmal sein kann. Wir müssen uns auf jeden Fall der Gefahren gewahr sein, aber eben auch unsere Kinder nicht davor aussperren, sie eben Fehler machen zu lassen, auch eben im digitalen Raum. Dafür braucht es ein ganz starkes Vertrauensverhältnis, eben auch mit den Eltern, sicherlich auch mit den Lehrkräften in der Schule. Und wir brauchen eben sehr viel stärker auch natürlich die digitale Bildung. Wir brauchen Medienkompetenz und das müsste am besten in der Schule passieren. Also vielen Dank an Frau Frank, vielen Dank Herr Stöcker, vielen Dank Herr Krause und wir sehen uns gleich in 5 Minuten wieder. Dann geht es auch weiterhin um Wellbeing, aber etwas genauer um, wie gute Kommunikation eigentlich im Netz gelingen kann. Also bis gleich in 5 Minuten.
Willkommen zurück beim Medienimpuls zum Thema Digital Wellbeing. Wie wollen wir in einer digitalisierten Gesellschaft leben? Und jetzt geht es also um die Kultur des digitalen Miteinanders in unserer nächsten Panel-Diskussion. Wir fragen uns, welche Kommunikationskultur wünschen wir uns denn online? Und wie können wir Medienkompetenz oder vielleicht sogar eine soziale Medienkompetenz dahingehend noch weiter fördern? Ich habe wieder drei Gäste bei mir, und zwar Colleen Ulm-Fernandes, Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Autorin. Sie schreibt eine Kolumne für die Süddeutsche Zeitung, das Familientrio, ist außerdem Moderatorin von Sozialdokumentation bei ZDF Neo, wo sie also seit Jahren auch sich schon intensiv mit Familienthemen auseinandersetzt. Und sie ist Mutter einer Tochter, macht sich gegen Geschlechterklischees und Rassismus stark, unter anderem in ihren Kinderbüchern von Lotti und Otto. Auch mit dabei Dr. Ruth Wendt, aktuell Vertretungsprofessorin am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Ludwig-Maximilians-Universität in München, und davor war sie als Senior Researcher am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen tätig und forscht zur Nutzung und Wirkung von digitalen Medien, insbesondere eben bei Kindern und Jugendlichen und auch in Familien. Und sie untersucht die Chancen und Risiken eines Aufwachsens in digitalen Lebenswelten sowie speziell die Rolle von digitaler Medienkompetenz und Medienerziehung. Und ebenfalls mit dabei auch Alexander Kleist, Public Policy Lead für den deutschsprachigen Raum bei Instagram. Und in dieser Funktion ist er innerhalb des Facebook-Konzerns verantwortlich für die politischen Themen auch bei Instagram. Und er ist promovierter Medienjurist und neben seiner Tätigkeit für Instagram auch Vorstandsmitglied des Instituts für europäisches Medienrecht und auch Mitglied im Hörfunkrat des Deutschlandradios. Also schön, dass Sie alle bei mir sind. Und auch Sie, liebes Publikum, dürfen gerne, wenn Sie haben, wieder die ein oder andere Frage loswerden unter dem Hashtag Medienimpuls. Frau Ulm-Fernandes, also das Internet ist ja, muss man sagen, leider voll mit Hass und Hesse. Also ich gehe davon aus, jeder von uns wird dem in irgendeiner Form auch schon mal selbst begegnet worden sein. Und Sie haben ja gemeinsam mit anderen Frauen im letzten Jahr die digitale Ausstellung, ich sehe jetzt mal, Männerwelten mit kuratiert und auf dieses Thema Hass und Hetze auch mit aufmerksam gemacht. Worum ging es denn da genau? Also, der Film Männerwelten sollte vor allem in einer Ausstellung zeigen. Oh je, jetzt habe ich gerade ein Echo. Ich muss mal schauen, dass ich das ausschalte. Bei uns klingt das super. Noch hören? Ja, bei uns klingt das super. Okay, alles klar. Ich höre mich dreifach, aber ich versuche mich einfach davon nicht ablenken zu lassen. Genau, also dieser Film sollte vor allem zeigen, was Frauen in ihrem Alltag ausgesetzt sind. Er sollte so ein bisschen eine Debatte darüber anregen. Und was ich interessant fand, war, dass vielen Männern, das habe ich in der Reaktion gemerkt, gar nicht bewusst ist, was Frauen in ihrem Alltag alles erleben. Ich habe mit so vielen Menschen danach geredet und vor allem Männer haben gesagt, das war uns gar nicht so klar. Also mein Teil in dieser Sendung war, dass ich mit Katrin Bauerfeind Chats vorgelesen habe. Das waren nicht unsere eigenen Chats, sondern Frauen, die im Internet etwas verkaufen wollten und daraufhin anzügliche Bemerkungen ernteten. Andere Kolleginnen haben vorgelesen, was ihnen unter alltägliche Posts geschrieben wird. Und das kenne ich eben auch, dass man schreibt etwas, man weist auf eine Sendung hin, die man moderiert, und darunter steht dann irgendwas. Wie umschreibe ich das jetzt, ohne es direkt zu zitieren? Aber man hat eben sehr viel mit anzüglichen Bemerkungen zu tun. Und ich glaube, dass das Wichtigste bei diesem Film war, oder das war zumindest das, was ich so erlebt habe, dass viele Männer einfach gesagt haben, jetzt wo wir das wissen, in welcher Summe ihr Frauen dem ausgesetzt seid, sparen wir uns doch die ein oder andere Bemerkung, die wir einfach nur für witzig halten, die wir für ein Kompliment halten, weil wir einfach durch die Sendung mitbekommen haben, in welchem Ausmaß ihr dem ausgesetzt seid und dadurch vielleicht das ein oder andere stecken lassen. Und ich finde, alleine dadurch hat dieser Film schon viel bewirkt. Und man muss ja auch sagen, ich bin ein bisschen abgelenkt, muss ich ehrlich sagen, durch das Echo. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Und man muss ja auch sagen, tatsächlich hätte wahrscheinlich dieser Film, und das ist vielleicht die gute Seite des Internets, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn eben nicht auch im digitalen Raum im Internet das Video so vielfach geteilt worden wäre und ja auch diskutiert worden wäre unter dem Hashtag Männerwelten. Also auch das hat ja dazu beigetragen, dass eben dieses Video, dieser Film diese Reichweite bekommen hat, die er dann letztendlich eben auch hatte. Und leider Gottes muss man ja sagen, auch wenn natürlich Hass gegen Frauen ein schlimmes und schweres Thema ist, es ist eben nicht das einzige Thema, wenn wir über Hass und Hetze sprechen, sondern wir sehen das ja ganz vielfältig. Also es gibt Hass gegen Juden, gegen Homosexuelle, also eigentlich gegen alle Minderheiten, die man sich vorstellen kann. Also werden beleidigt und im Internet zumindest gefühlt noch sehr viel stärker. Frau Wendt, sagt denn die Art der Kommunikation online auch etwas darüber aus, wie wir tatsächlich eben online auch miteinander umgehen, oder müssen wir das eigentlich völlig voneinander trennen? Ja, also generell sehen wir an vielen Phänomenen, dass die sowohl offline als auch online stattfinden, praktiziert werden und dabei oft auch sich aufeinander beziehen. Also das ist gerade beim Thema Cybermobbing, da wissen wir, da kommen die Täter und die Opfer natürlich auch zumeist aus demselben sozialen Nahbereich, kennen sich aus der Schule, vom Arbeitsplatz, und da geht dann auch oft das traditionelle Mobbing, wie man es ja nennt, und Cybermobbing Hand in Hand und wechselt sich auch so ein bisschen ab. Und gerade durch mobile Medien wird es einfach zunehmend schwierig, einfach zwischen Offline- und Online-Welten zu unterscheiden. Wir haben es vorhin gehört, die Kinder trennen da eh gar nicht mehr sozusagen. Wir versuchen es immer noch so ein bisschen, aber es wird immer schwieriger. Vieles passiert irgendwie nebenbei, so regelmäßiger Face-to-Face-Kontakt wird einfach immer ergänzt durch eine Vielzahl an Nachrichten, Telefonate und Ähnliches. Das prägt einfach unsere Kommunikationskultur. Aber klar, wenn es jetzt gerade um so Phänomene wie Hate Speech oder Cyber-Hate, wie man es auch nennen will, geht, dann darf man auch diese speziellen Kommunikationsbedingungen, die es einfach online gibt, sicher auch nicht außer Acht lassen. Weil auch wenn es Phänomene sind, die einfach auch außerhalb von digitalen Medien stattfinden, gibt es einfach Faktoren, die eben ein antisoziales Handeln, wie auch immer, online begünstigen. Das wird ja auch schon in der Psychologie seit Jahren diskutiert, zum Beispiel diese Anonymität, wo man eben davon ausgeht, dass enthemmtes Verhalten eher begünstigt wird, wenn man anonym agieren kann. Oder auch Aspekte wie so in großen Gruppen, in großen anonymen Gruppen online, dass die soziale Identität mehr in den Vordergrund rückt und die einzelne Person sozusagen eher ein bisschen austauschbarer ist und das dann auch bewirken kann, dass so ein bisschen In-Group-Out-Group-Denken gefördert wird, dass man eben andere Gruppen diffamiert. Und ganz klassische Sozialpsychologie, Verantwortungsdiffusion, ich glaube, das ist auch was, was viel diskutiert wird, dass gerade in großen anonymen Gruppen sich keiner mehr so richtig angesprochen fühlt, einzugreifen. Und das sind halt eben Aspekte, die einfach da ganz wichtig sind. Auch wenn zusammengefasst, also eben schon diese Art, wie wir offline und online einfach kommunizieren, zunehmend verschwimmt. Aber es gibt eben viele Aspekte, die dann eben doch dieses antisoziale Verhalten online doch begünstigen und leichter machen, ja. Wenn wir bei eben online auch gleich mal bleiben, Herr Kleist, also wie wichtig ist es denn, wenn man eine gute Kommentarkultur etablieren möchte, dass eben auch hasserfüllte Postings als solche benannt werden und auch darauf reagiert wird, wie auch immer? Was meinen Sie? Ja, ich glaube, das ist ein ganz elementares Element von, wie könnten wir gegen Hass im Netz oder gegen Hass, es ist ja auch nicht nur ein Problem im Netz, wir haben es eben gehört, sondern ein Problem in der gesamten Gesellschaft, das im Internet aber natürlich nochmal viel, viel sichtbarer ist und auch eine viel breitere Öffentlichkeit findet. Insofern finde ich sehr wichtig, dass wir darüber reden. Es gibt bei uns auf Instagram jedenfalls keine Toleranz für Hass, für Hassnachrichten. Wir sind uns aber auch bewusst, dass wir auch selbst dafür eine Verantwortung tragen und unsere Community, so gut es geht, schützen müssen. Und wir sind wirklich angetrieben davon, ständig neue Tools zu entwickeln. Wir stehen im Austausch mit der Community, auch mit vielen Creatoren, Creatorinnen, mit Hass gegen Frauen. Wir haben es eben gehört, das ist eines der ganz wichtigen Themen, auf die wir auch einen großen Fokus legen, wo wir uns intensiv damit beschäftigen. Aber ganz klar ist, es muss klar sein, für Hass gibt es keine Toleranz. Hass muss auch als solcher benannt werden und er muss auch als solcher verfolgt werden. Zum einen von uns als Plattform natürlich, aber auch von den Strafverfolgungsbehörden. Und diejenigen, die
Hassnachrichten verschicken, die Hasskommentare posten, denen muss ganz klar sein, das hat für sie Konsequenzen. Entweder, weil sie, oder zum einen, weil sie den Zugang auch zu sozialen Medien verlieren, wenn bei uns jemand wiederholt Hassnachrichten postet, dann ziehen wir auch Konsequenzen bis hin zur Entfernung der Accounts. Und der zweite wichtige Punkt ist, es muss auch, die Strafverfolgung spielt auch eine Rolle. Hassnachrichten müssen verfolgt werden und diejenigen, die das posten, müssen wissen, das hat Konsequenzen für sie. Insofern, das ist ein ganz klares und elementares, ein wichtiger Punkt, dass Hass als solcher auch benannt wird, ja. Frau Ulm-Fernandes, zwei Fragen vielleicht oder das erste, ich hatte den Eindruck, Sie haben so ganz große Augen gemacht, als Herr Kleist gesagt hat, bei uns gibt es keinen Hass, dass ich fast einen Widerspruch vermute und gleich die Frage. Nein, ja. Nicht wirklich. mir fiel nur gerade was ein. Das ist jetzt auch schon ein Jahr her ungefähr, vielleicht auch anderthalb Jahre. Da haben wir einen rassistischen Kommentar gemeldet. Das war allerdings auf Twitter. Deswegen würde mich das auch interessieren, wie man da jetzt konkret vorgeht. Ich kriege den Kommentar nicht mehr ganz zusammen. Es ging aber irgendwie darum, dass ich bitte aus diesem Land verschwinden soll. Und irgendwas wurde erwähnt mit meiner, Zitat, kackbraunen Haut. Also ein Statement, von dem wir davon ausgingen, dass... Also ich würde das als rassistisch einordnen, das hat Twitter aber anders gesehen, wir haben das gemeldet und dann hieß es, man könne keinen rassistischen Inhalt feststellen. Deswegen würde mich mal interessieren, wie das bei Ihnen ist oder wie da grundsätzlich die Kriterien sind, weil ich hatte bei Twitter zumindest das Gefühl, dass man da sehr, ich weiß nicht, was man schreiben muss, damit die Grenze erreicht ist, dass man sagt, das gilt jetzt als rassistisch. Und da würde mich mal interessieren, wie das bei Ihnen ist, wo da die Grenzen sind, ab wann ein Kommentar als rassistisch gilt und was man da konkret macht. Also ich kann jetzt den konkreten Fall, kenne ich jetzt nicht, wie Sie gesagt noch, es war bei Twitter, aber generell gilt bei uns auch, dass rassistische Kommentare, rassistische Beleidigungen nicht erlaubt sind. Man muss dann, ist natürlich immer eine Frage des Einzelfalles und eine Abwägung. Nicht jeder, der, ja, ich sag mal, kritisch gegenüber, zum Beispiel, das haben wir in der Flüchtlingskrise viel gesehen. Das war ja auch nicht nur auf sozialen Medien, sondern in der Öffentlichkeit eine Diskussion. Aber wenn es wirklich in die Richtung rassistische Beleidigung geht, das ist bei uns nicht erlaubt und das würden wir auch entfernen, ja. Frau Ulm-Fernandes, was glauben Sie denn? Also, wir haben ja auch im Vorfeld schon kurz die Gelegenheit gehabt, um sprechen zu können. Und da haben Sie mir gesagt, also eigentlich haben Sie früher auf der Straße gar nicht so sehr rassistische Anfeindungen erlebt. Das wäre heute anders. Glauben Sie schon, dass das etwas damit zu tun hat, dass eben der Diskurs im Netz anders geführt wird, als er zumindest vielleicht noch vor ein paar Jahren in unserer Gesellschaft ohne das Internet geführt worden ist? Definitiv. Also ich habe das Gefühl, dass die Grenze des Sagbaren sich verschoben hat. Ich persönlich habe es so erlebt, seit dem Erstarken der AfD hat sich die Sprache im Internet verändert. Da gibt es so eine, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, Kultur. Und ich habe es tatsächlich, seitdem ich im Fernsehen bin, kommt jedes Jahr kommen Anfragen von Magazinen. Wir sammeln rassistische Kommentare. Erzähl mal, und ich musste wirklich jahrelang sagen, ich kann überhaupt nichts dazu beitragen, ich kenne das nicht, rassistisch beleidigt zu werden. Und das hat sich vor etwa 5, 6, 7 Jahren geändert. Seitdem wird es tatsächlich auch von Jahr zu Jahr mehr. Und was mir vor 1, 2 Jahren zum ersten Mal passiert ist, dass ich auch auf offener Straße rassistisch beleidigt wurde. Und ich denke, dass das eben damit zusammenhängt. Wenn man eh schon den ganzen Tag was Rassistisches in die Tasten haut, dann glaube ich, sinkt auch die Hemmschwelle und dann traut man sich eher auch auf offener Straße jemandem mit offensichtlichem Migrationshintergrund etwas hinterherzurufen, weil man das sowieso schon den ganzen Tag ins Internet gehauen hat. Und das ist eben auch das, was Kollegen, Kolleginnen schildern mit Migrationshintergrund, dass das von Jahr zu Jahr immer mehr wird. Ist denn das große Problem eigentlich, dass wir, also natürlich ist es ein Problem, dass wir Hass und Hetze erleben und sehen, aber ist es ein Vorteil, dass vieles davon eben auch öffentlich passiert? Man kann eben darauf reagieren, man kann zum einen als Plattformbetreiber darauf reagieren, man kann natürlich auch als Nutzerin oder Nutzer darauf reagieren, zum Beispiel mit einem Kommentar. Oder ist das viel größere Problem eigentlich eher, dass zum Beispiel eben auch, und das ist ja das, was Frau Ulm-Fernandes auch in dieser Männerweltenausstellung gemacht hat, wir ganz viel in den Chats zum Beispiel ja auch drin haben, in Privatnachrichten, die ja erstmal gar nicht so sehr sichtbar sind. Was meinen Sie, Herr Kleist? Das ist in der Tat eine Beobachtung, die wir auch machen.
ganz vieles, also vieles findet in Kommentaren statt, aber sehr, sehr vieles findet auch und gerade in Privatnachrichten statt, wo es eben nicht sichtbar ist. Deswegen, das ist auch was, was wir jetzt zunehmend verfolgen. Wir haben vor kurzem die Strafen für beleidigende Kommentare und Privatnachrichten verschärft und haben gerade vor wenigen Tagen ein neues Tool bei uns auf der Plattform angekündigt, mit dem unsere Community, also zuvor konnte man schon ausschalten, dass man Privatnachrichten von Dritten, denen man nicht selbst folgt, überhaupt erhält, haben dann aber das Feedback bekommen, ja, dann können mich aber meine Fans zum Beispiel nicht mehr erreichen oder Sponsoren, die mich anschreiben wollen auf der Plattform. Creator sind ja auch bei uns auf der Plattform, weil sie den Austausch mit der Community führen wollen. Und deswegen haben wir jetzt das neue Tool eingeführt, mit dem ich selbst eine Filterliste hinterlegen kann, dass Nachrichten, die bestimmte von mir vorgegebene Worte enthalten, oder auch, wir haben gemeinsam mit mehreren NGOs eine Filterliste erstellt, wo schon bestimmte Begriffe vordefiniert sind, die kann ich mir anschalten. Und dann muss ich mich mit diesen Nachrichten nicht mehr auseinandersetzen. Sie werden dann nämlich automatisch in ein, die Funktion nennt sich verborgene Nachrichten, ein verborgenes Nachrichtenverzeichnis, muss man sich vorstellen, wie ein Spam-Ordner im E-Mail-Postfach, automatisch dort reingefiltert. Sie sind dann für mich nicht mehr sichtbar. Ich habe sie nicht mehr in dem eigenen Posteingang. Ich kann zwar immer noch reingehen und könnte sie mir anschauen. Ich kann sie auch direkt melden, ohne dass ich sie mir anschauen muss, dass unsere Content-Überprüfer die Nachrichten auf beleidigende Inhalte prüfen können. Aber ich sehe sie erstmal nicht mehr in meinem eigenen Postfach und muss mich nicht mehr mit dem Hass, den ich möglicherweise bekomme, auseinandersetzen. Und das ist jetzt ein nächster Schritt, den wir gehen. Dazu haben wir jetzt, es wird jetzt in wenigen Tagen auch in Deutschland live gehen und wir hoffen, dass wir damit nochmal die Community ein Stück mehr schützen können. Aber das ist jetzt ein Aspekt unter vielen Entwicklungen, die wir auch intern am Laufen haben, um unsere Community besser zu schützen. Und wir sind da auch stetig am Feedback der Community und von Creatern, von Personen, die Hass empfangen, interessiert und stehen da immer im Austausch, um eben solche Tools entwickeln zu können. Nun ist es aber so, dass natürlich auch ein automatisiertes Löschen oder Filtern natürlich fehleranfällig ist und auch, das geht gar nicht anders, natürlich macht auch eben die Technik Fehler, es kann nicht alles erkannt werden, ein Algorithmus muss erstmal trainiert werden, dass er natürlich auch auf jeden Fall das erkennt, was tatsächlich eben relevant ist. Und das stellt uns natürlich genau vor die Herausforderung, Kinder und Jugendliche können immer noch auch wieder in Kontakt natürlich mit solchen Inhalten kommen, weil es einfach gar nicht ausschließen kann. Frau Wendt, wie gehen wir jetzt mit diesem Problem um? Also wie kann man Kinder oder Jugendliche stark machen für eben das, was ihnen dort dann im Netz passiert, auch trotz aller Maßnahmen, die man eben dann ergreift? Ja, wir hatten es ja auch in der Diskussion vorher, dass ein ganz zentraler Punkt einfach die Förderung von Medienkompetenz ist und was mir bei dem Thema immer wichtig ist, dass Medienkompetenz nicht nur auf kritisch-reflexive Fähigkeit jetzt runtergebrochen wird, die extrem wichtig sind, gerade wenn es darum geht, Algorithmen zu erkennen, sondern eben auch, wir wissen, dass die Nutzung von Medien vor allem eine soziale Mediennutzung ist und dass wir deswegen diese soziale Mediennutzung mehr in den Fokus rücken müssen. Genau, und hier ist es einfach zentral, an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen anzusetzen. Und vor diesem Hintergrund und weniger von normativen Ansprüchen Medienkompetenz zu definieren und zum Thema soziale Medienkompetenz. Was heißt das konkret, wenn ich nachfragen darf? Genau, also soziale Medienkompetenz ist einfach vielschichtig. Was da zum Beispiel dazu zählt, ist einfach ein partizipativer, guter Umgang miteinander, der sich auch an bestimmten moralischen Normen und Ansprüchen eben orientiert. Aber was beispielsweise auch relevant ist, ist die Fähigkeit, Online-Inhalte, Online-Erlebnisse in das Leben zu integrieren, darüber zu sprechen, auch wenn es gerade um verängstigende Inhalte geht, aber auch einfach unterhaltungsmäßig zu teilen mit Freunden, mit Familien, das ist auch ein Teil von sozialer Medienkompetenz. Oder auch sowas wie, ich gebe meine eigene Expertise, mein eigenes Wissen an andere weiter. Das ist auch ein ganz zentraler Punkt. Das heißt, dieses wirklich klassische prosoziale Verhalten, ich helfe anderen bei ihrem eigenen Umgang mit digitalen Medien, Eltern oder sonst was. Also Sie sehen, dieses ganze Konzept ist einfach vielschichtig. Das geht nicht einfach nur darum, dass man jetzt
weiß ich nicht, einfach partizipativ miteinander feinfühlig umgeht, sondern dass Empathie ist da wichtig, aber es sind auch noch andere Aspekte wichtig bei dem Thema soziale Medienkompetenz. Und ja, also deswegen muss man möglichst breit fördern. Ich höre mich übrigens auch dreifach, aber ich glaube, Sie hören mich normal, oder? Ja, Gott gut, sei Dank. Ja, genau. Ich versuche es mal auch nochmal irgendwie, aber ob man es irgendwie regulieren kann. Gut. Ja. Eine Frage, die sich mir stellt, ist, was bedeutet das aber ganz konkret? Also wenn ich eben vielleicht die Tochter von Colleen Ulm-Fernandes bin und vielleicht auch keine weiße Hautfarbe habe und einen Kommentar bekomme, eine Nachricht, vielleicht eine Privatnachricht bekomme, die mich verstört, weil sie zum Beispiel mich rassistisch beleidigt. Was mache ich dann? Wie gehe ich damit um? Ja, also ich meine, es ist, wie gesagt, ganz wichtig ist, dass man, glaube ich, weiß, dass man sich an Personen wenden kann, wie eben Eltern, Freunde von mir ist ja erstmal egal, aber dass man drüber spricht und sich nicht selbst aus dieser Opferrolle rauskommt, dass einem das passiert ist, sich selbst dafür verantwortlich fühlt, sondern eben sich an andere Personen wendet. Und ja, wir hatten es ja schon, die Plattformen spielen da mit Sicherheit eine wichtige Rolle. Der Herr Gleis hat es ja schon erwähnt, es wird viel getan. Was mir immer so ein bisschen fehlt sozusagen bei den Plattformen, wenn irgendwelche Tools eingeführt werden, ich finde so, was ein ganz wichtiger Punkt noch ist, einfach, dass die Plattformen auch einen präventiven Auftrag erfüllen müssen. Und es heißt auch wirklich breit sozusagen, über Kampagnen oder Ähnliches in Schulen einfach ganz klar zu stellen, für welche Kommunikationskultur, welche Kommunikationsregeln die Plattform steht, was eben erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, welche Möglichkeiten der Einzelne hat, wenn irgendwas passiert. Sie haben das ja schon gesagt, das gibt's, aber ich finde, das ist etwas, was noch in die Breite stärker kommuniziert werden müsste, beispielsweise auch an Schulen, dass es immer klar ist, nee, Instagram steht genau dafür. Da könnte man sicher noch wirklich präventive Kommunikationsarbeit auch als Plattform noch stärker leisten. Herr Kleist, was machen Sie denn da? Weil natürlich, Frau Wendt hat recht, also die Community Guidelines hat vielleicht nicht jeder im Detail gelesen. Ja, ich kann Frau Wendt da auch nur zustimmen. Das ist absolut, dessen sind wir uns total bewusst. Wir können und wir müssen und wir werden auch da noch mehr machen in diesem Bereich. Sie sprachen zum einen an, wie finde ich zu Hilfe? Man ist nicht alleine und es gibt eine ganze Reihe tolle Hilfsangebote. Zum Beispiel eine Organisation, mit der wir in der Vergangenheit schon mehrfach zusammengearbeitet haben, Youport, die wirklich von Jugendlichen für Jugendliche Beratung anbieten über Online-Tools. Ich glaube, das sind ganz wichtige Angebote, die man bekannt machen muss, die auch genutzt werden müssen. Wir haben zum Beispiel mit Youport im vergangenen Jahr in Kooperation mit der Bravo, um auch wirklich die Zielgruppe zu erreichen, einen Wellbeing-Guide herausgegeben, No Pressure to be Perfect, um ihnen Tools an die Hand zu geben, und ihnen Sicherheit zu vermitteln, hey, ich muss nicht immer perfekt sein in sozialen Medien, aber auch den Umgang mit unseren Sicherheitstools erläutert in diesem Guide, der einmal als Hardcover in der Bravo war, plus dann nochmal online begleitet durch eine große Kampagne. Also wir versuchen schon, die Jugendlichen auch dort zu erreichen, wo sie sind, das zum Beispiel mit Bravo, aber auch bei uns auf der Plattform. Eine zweite Sache, die wir auch machen, gerade bei Jugendlichen passiert viel Hass, verletzende Kommentare passieren oft auch ungewollt. Wir haben es eben auch von Frau Ulm-Fernandes gehört. Manche sind sich einfach nicht bewusst, entweder was ein Kommentar beim Gegenüber bewirken kann. Da versuchen wir auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben und Nutzer auch vor ungewollten Hasskommentaren zu schützen. Bei uns in der Kommentarfunktion, wenn Sie unter einem Post kommentieren und unsere Algorithmen erkennen, dass es eine Beleidigung sein könnte, dann bekommt der Nutzer ein Pop-up. Hier, lieber Nutzer, bist du sicher, dass du das posten möchtest? Das könnte bei der anderen Person beleidigend ankommen. Und wir haben jetzt auch wirklich, das haben wir seit kurzem implementiert auf der Plattform, die Erfahrung zeigt, dass viele Nutzer dann auch nochmal sagen, oh nee, stimmt, das reflektieren und dann den Kommentar doch nicht absetzen. Natürlich, wenn jemand absichtlich beleidigen will, den erwischen wir damit nicht, aber zumindest das Unreflektierte, da können wir damit nochmal einen Schritt machen. Aber
stimme Ihnen absolut zu. Wir können, wir müssen und wir werden auch in Zukunft noch mehr machen, um zum einen die Community, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu bringen, aber auch um unsere Tools weiterzuentwickeln, um unsere Community da noch besser zu schützen. Frau Ulm-Fernandes, wünschen Sie sich denn in diesem Zusammenhang noch strengere Regeln, was eben solche Kommentare anbetrifft, oder vielleicht sogar eher mehr Solidarität, also zwischen den Nutzerinnen und Nutzern auf den Plattformen? Also ich habe grundsätzlich schon das Gefühl, dass es diese Solidarität gibt. Das erlebe ich gerade bei rassistischen Kommentaren, bei sexistischen nicht so. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber tatsächlich ist es so, dass bei rassistischen Kommentaren mir sehr viele Leute zur Seite springen. Also teilweise, ich bin jetzt nicht so viel in den sozialen Netzwerken unterwegs. Dadurch passiert es manchmal schon, bevor ich selbst den Kommentar gesehen habe, dass da schon sehr viele Menschen drauf reagiert haben, sodass dann derjenige seinen Kommentar auch löscht. Und was ich vor dem Hintergrund toll finde, ist dieser Satz, es reicht nicht, kein Rassist zu sein, man muss ein Antirassist sein. Und das finde ich eben toll, weil dadurch tut es viel weniger weh, wenn man einen beleidigenden Kommentar liest und darunter aber schon hunderte Menschen, die geschrieben haben, ey, hau ab von der Seite. Und das erlebe ich bei rassistischen Kommentaren ganz viel und das finde ich auch toll. Und da bin ich auch jedem dankbar dafür, der mir da zur Seite springt. Mich wundert allerdings, dass das eben bei sexistischen Kommentaren weniger stattfindet. Vielleicht empfindet man das eher als etwas Normales oder vielleicht gibt es wirklich auch viele Leute, die das lesen und dann denken, naja, ist ja ein Kompliment oder ich weiß es nicht, aber da habe ich das tatsächlich eher selten erlebt, dass dort einem Menschen beiseite springen und darauf reagieren. Frau Wendt, ich sehe Sie nicken und ich frage mich auch, also weil natürlich das Problem Sexismus ist ja nicht nur ein Problem, was wir in den Kommentaren erleben, sondern natürlich auch eins, was für Bilder werden gezeigt von eben zum Beispiel jungen Frauen, aber auch was für Klischeebilder werden natürlich jungen Männern oder Jungs gezeigt, wie sie sein sollten in unserer Welt. Und kann man also auch, oder wie kann man da eben auch als Elternteil, wie kann die Schule auch unter Umständen dort reagieren? Weil eben, so wie Herr Kleist es ja auch gesagt hat, ne, es wäre natürlich schön, irgendwie, wir hätten eine tolle Plattform, mit der nur die Bilder sind, die wir in einer idealen Welt gerne hätten. Aber so ist es ja eben nun mal nicht, sondern die Nutzer posten das, was dann doch noch in der gesellschaftlichen Realität, in der Breite zumindest, gewünscht und akzeptiert ist. Ja, also genau, ich denke auch so diese sexistischen Kommentare, zum einen, das ist was vielleicht eher im Alltag akzeptiert wird. Das ist natürlich gut, dass die rassistischen Kommentare das nicht mehr tun, aber ich würde es auch so sehen, dass das etwas ist, was einfach noch stärker in der Gesellschaft einfach eben als Kompliment abgetan wird oder auch häufiger so ein bisschen abgetan wird, als die Person ist ja auch selber schuld, weil was muss man denn sich auch so darstellen? Das ist ja auch so der Klassiker, natürlich diese das auf die Selbstdarstellung sozusagen zurückzuführen, das haben wir auch in eigenen Studien gesehen, dass die Selbstdarstellung halt einfach dazu führt, dass einfach mehr Viktimisierung dann passiert. Aber das soll eben nicht heißen, die Person ist natürlich selbst dafür verantwortlich, dass diesen Zusammenhang gibt es, aber es ist ganz wichtig eben zu sagen, das ist nicht die Schuld sozusagen des Opfers, sondern des Täters in dem Fall. Genau, und was die Frau Fernandes ja eben auch gesagt hat, dass viele Zuschauer sozusagen online dabei sind und dann auch im besten Fall halt positiv eingreifen, ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, dass das eben der Unterschied ist, ob man einfach nur zuschaut und rausgeht oder ob man dann wirklich unterstützt. Und das ist auch was eben auch im Zuge der Anonymität zum Beispiel leichter möglich ist, auch das Opfer zu unterstützen. Das sind ja auch so Aspekte, die online besser sind. Genau, aber Sie haben ja gefragt eigentlich sozusagen, wie man dazu kommen kann. Es ist ja auch schon so ein bisschen so gefallen. Ich glaube, ein großes Problem der heutigen Kommunikationskultur ist schon so ein bisschen dieses schnelllebige Kommunizieren, teilweise wirklich automatisierte Kommunizieren, was wir teilweise erleben. Im Englischen würde man irgendwie so sagen, so interstitial communication. Also es ist immer dazwischen. Es gibt irgendwie keinen klaren Anfang, Ende mehr von Gesprächen. Alles läuft nebenbei, alles ist in Bewegung. Da ist es einfach so, dass so schnelles, automatisiertes Kommunizieren über digitale Medien einfach auch die Gefahr erhöht, dass dann eben verletzende Inhalte oder ungeeignete Inhalte einfach selber erstellt werden. Das ist genau das, was Sie auch angesprochen haben, Herr Kleist, sozusagen, dass es einfach dann auch unbewusster irgendwie nebenbei rezipiert wird und dann auch schnell einfach verbreitet wird, ohne dass man da so ganz viel Aufmerksamkeit darauf richtet. Deswegen ist das natürlich eine super Idee, so ein Tool einzurichten, würde ich sagen, weil das ein großes Problem ist sozusagen.
Es erhöht auch die Gefahr von Missverständnissen, wenn man eben die Aufmerksamkeit nicht so stark auf einzelne Aspekte mehr richtet. Und deswegen ist es extrem wichtig, das Bewusstsein einfach zu stärken und vor allem bei Heranwachsenden sozusagen für mehr Aufmerksamkeit und Reflexion da auch zu sensibilisieren, eben genau wenn es darum geht, eigene Inhalte zu erstellen, aber eben auch andere oder Inhalte von anderen weiterzuleiten. Und das schließt natürlich die Bilder mit ein, die Sie auch angesprochen haben. Aber wie gesagt, hier ganz wichtig, auch wenn es die Zusammenhänge gibt, es ist aber nicht sozusagen die Schuld des Opfers, weil man sich so und so darstellt. Das ist natürlich ganz klar. Ja. Zwei Fragen an Sie, Herr Kleist. Dazu würde ich auch gerne kurz noch was sagen. Weil das ist nämlich genau das, was ich auch, ich habe gerade das auch nochmal nachgelesen, was so die Kommentare waren auf den Film Männerwelten und da kam eben ganz, ganz viel, wenn du ein enges Oberteil anhast, bist du selber schuld. Und so rechtfertigen das eben viele, weil die sagen, naja gut, wenn eine Frau ein enges Oberteil trägt. Und das war tatsächlich was, was mich auch lange beeinflusst hat. Ich habe mich über Jahre nicht mehr getraut, irgendwas anzuziehen, was eng anliegend ist. Und jetzt mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich mir denke, das sehe ich überhaupt nicht mehr ein. Und zu dem anderen Punkt, den Sie gerade gesagt haben, das erlebe ich gerade. Meine Tochter ist 9 Jahre alt. Es fand jetzt sehr viel Kommunikation schriftlich statt, eben auch durch die Lockdowns. Und ich habe das Gefühl, in dem Alter, dass die Kommunikation auch schneller entgleist, also auch bei den privaten Nachrichten. Da wird dann sowas geschrieben, warum warst du nicht zu erreichen? Fragezeichen, Fragezeichen. Und das war, ist einfach nur als Frage gemeint und wirkt aber irgendwie aggressiv in Großbuchstaben mit vielen Fragezeichen. Dann reagiert das Gegenüber wieder aggressiv und dann, also diese Situation hatten wir tatsächlich sehr häufig, dass dann eine Kommunikation völlig entgleist ist und am Ende haben sie miteinander telefoniert und niemand meinte es böse. Es kam aber so rüber, wenn man diesen Chat gelesen hat. Und deswegen ist es, glaube ich, verdammt wichtig, dass man den jungen Menschen auch mit an die Hand gibt, dass man schriftlich vielleicht ein bisschen vorsichtiger kommunizieren muss, dadurch, dass man den anderen nicht sieht und hört. Und dadurch gar nicht weiß, wie diese Frage jetzt gemeint ist. Und da habe ich das Gefühl, dass die jungen Menschen jetzt ganz stark online kommunizieren, aber die Online-Kommunikation gar nicht richtig gelernt haben. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass das eben auch ein Teil von Medienkompetenz ist, dass man lernt, schriftlich vielleicht ein bisschen vorsichtiger noch zu sein als in der Kommunikation per Telefon, weil man eben nicht weiß, wie der andere das gemeint hat und die Kommunikation einfach schneller entgleisen können und oder missverstanden werden können. Und das bringt mich genau auch zu der Frage für Herrn Kleist. Und zwar eben, wenn wir uns online bewegen, haben wir diese Zwischentöne nicht, die wir ja im Persönlichen eben haben. Und Frau Ulm-Fernandes sagt ja eben auch schon, rassistische Kommentare, die werden denen wird eher widersprochen, den sexistischen nicht. Und ich frage mich so ein bisschen, ob es für Sie als Plattformbetreiber auch unter Umständen schwieriger ist, bestimmte Arten von Hass, bestimmte Arten von Misskommunikation zu identifizieren als andere. Jetzt war ich noch auf Mute. Es ist generell natürlich eine Schwierigkeit, solche Inhalte zu identifizieren. Ich meine, es gibt manche Inhalte, das ist völlig klar. Andere Kommentare, da kommt es total auf den Kontext an, in dem sie gemacht werden. Der gleiche Begriff kann in dem einen Kontext eben beleidigend sein, in einem anderen nicht. Und das ist zumindest eine Grenze, die auch Technologie hat. Also wir nutzen sowohl Technologie als auch menschliche Content-Überprüfer, um solche Inhalte zu finden. Und die Technologie wird auch immer besser. Ich kann Ihnen Zahlen aus dem letzten Quartal des vergangenen Jahres nennen. Da haben wir auf Instagram, wir veröffentlichen das vierteljährlich in unserem Community Standards Enforcement Report, 6,6 Millionen Hasskommentare, Hassnachrichten entfernt von der Plattform. 95% davon haben wir tatsächlich proaktiv gefunden, bevor sie uns ein User gemeldet hat. Das heißt, da wird Technologie wirklich immer besser, aber es geht am Ende trotzdem nicht ohne Menschen, die sich diese Inhalte anschauen. Wir haben 15.000 Menschen weltweit, die Inhalte nochmal überprüfen, die dann entweder von der Technologie als kritisch eingestuft werden, die sich nochmal jemand anschaut, oder die uns von Nutzerinnen gemeldet werden auf der Plattform. Gleichwohl, sowohl bei Technologie als auch bei Menschen passieren natürlich Fehler. Das sollte so wenig wie möglich passieren, aber das passiert einfach in der Tat.
Gleichwohl, unsere Aufgabe als Plattform ist es da auch, die Technologie weiterzuentwickeln, aber auch unsere Richtlinien weiterzuentwickeln. Deswegen sind wir auch gerade so auf das Feedback unserer Community angewiesen, um eben auch Dinge, die vielleicht in Privatnachrichten stattfinden, die wir auch als Plattform nicht mitbekommen, um darauf aufmerksam zu werden und gegensteuern zu können. Wie gesagt, wir stehen da auch im ständigen Austausch und wir haben das Ziel, natürlich 100% zu erreichen. 100% werden wir am Ende nie erreichen können, aber ich glaube, wir werden immer besser und das wollen wir auch weiter vorantreiben. Entscheidend ist dabei ja auch immer, auf Basis welcher Grundlage werden solche Entscheidungen gefällt und welche Personen treffen nachher eben auch die Entscheidung darüber, ist eben ein Kommentar rassistisch, ist er sexistisch, ist er was auch immer. Wie ist das bei Instagram geregelt? Also wer macht diese Regeln und wie divers ist das Team, das dann auch die Regeln umsetzt? Als Plattform stehen wir, also gerade als Plattform, die global agiert, stehen wir natürlich vor der Schwierigkeit. Alle Inhalte bei uns sind global abrufbar und es gibt ganz unterschiedliche kulturelle Hintergründe auf der Welt, wie auch Inhalte empfunden werden. Und da stehen wir vor der großen Schwierigkeit, das auch bei der Entwicklung unserer Richtlinien abzubilden, weil die natürlich weltweit gelten müssen, weltweit einheitlich sein müssen. Das ist aber wiederum, um auf Ihre Frage zu antworten, gerade wieder der Vorteil. Wir haben weltweit Menschen, die an diesen Richtlinien arbeiten. Und insbesondere stehen wir weltweit mit NGOs, mit ExpertInnen im Austausch, um diese Richtlinien zu entwickeln. Und wir haben gerade intern nochmal ein neues Programm eingeführt, um wirklich die MitarbeiterInnen, die an diesen Richtlinien arbeiten, ganz besonders zu schulen, um keine Vorurteile, um gerade auch die Perspektive von Minderheiten sich da rein zu versetzen. Es würde wenig nutzen, wenn nur europäische, amerikanische, männliche, weiße Personen die Richtlinien entwickeln, sondern wir versuchen, die Teams divers zusammenzusetzen. Das sind bei uns interne Arbeitsgruppen, in denen wirklich aus den verschiedensten Ländern, Hintergründen, Ethnien MitarbeiterInnen beteiligt sind, plus den Experteninput, den wir bekommen. Und jetzt haben wir intern nochmal dieses Schulungsprogramm und wirklich die Personen, die daran arbeiten, ganz gezielt zu trainieren, auch zu erkennen, wenn sie vielleicht selbst unbewusst ein Vorurteil auffliegen, dass das nicht in die Produktentwicklung einfließt. Und das machen wir übrigens nicht nur bei den Richtlinien, sondern auch bei der Entwicklung von neuen Tools und auch die Programmierer, die bei uns den Algorithmus entwickeln, auch ganz gezielt geschult, damit auch der Algorithmus am Ende, der zwar für jeden Nutzer individuell ist, individuelle Erfahrung auf der Plattform basierend auf den Interessen, den Personen, denen er folgt, aber trotzdem, dass der Algorithmus an sich nicht diskriminierend ist. Wenn wir über gesunde Kommunikation sprechen, dann ist natürlich eben die Freiheit oder zumindest die angestrebte Freiheit von Hass und Hetze sicherlich ein Punkt, aber es gibt auch noch einen anderen Punkt, auch im Titel unserer Veranstaltung heißt es ja von FOMO zu JOMO, also von der Fear of Missing Out zu dem Joy of Missing Out, denn digitale Medien können natürlich auch dazu führen, dass man einen enormen Kommunikationsdruck empfindet. Also man hat das Smartphone natürlich immer in der Tasche, es ist immer dabei und man kann prinzipiell zu jeder Zeit am Tag und sogar in der Nacht, wenn es dann vielleicht noch neben dem Bett liegt, kommunizieren. Frau Wendt, welche Auswirkungen hat das denn, dass wir eben so ständig erreichbar sind über diese Telefone, die eben zu uns ja schon gehören, fast wie ein Körperteil? Ja, genau. Also was Sie sagen, ist genau richtig. Ich glaube, jeder kennt es inzwischen, den Kommunikationsdruck. Und der hat sich natürlich gerade durch so Lesebestätigungsfunktionen oder Online-Benachrichtigungsfunktionen von bestimmten Messenger-Diensten noch erhöht. Also das ist klar. Aber auch hier, glaube ich, sind in besonderem Maße vor allem die Jugendlichen betroffen. Die aktuelle CIMS-Studie, die zeigt das ganz schön, dass inzwischen, ich glaube, 87% waren es, der Jugendlichen wirklich in der WhatsApp-Klassengruppe sind. Und und gerade diese Gruppenchats, die sind wirklich enorm. Also da trifft wirklich eine extrem hohe Anzahl von Nachrichten ein. Und ich glaube, das ist was wir uns Erwachsene vielleicht teilweise gar nicht vorstellen können, wenn dann irgendwie 700 Nachrichten aufpoppen in einem Klassenchat. Das ist normal sozusagen.
Und wir wissen einfach, dass eben dieser höhere Kommunikationsdruck, der wird wahrgenommen von den Jugendlichen auch und geht oft auch einher mit einer stärkeren Angst, dann auch wirklich was zu verpassen, wenn ich eben nicht dabei bin. Und ja, und das wiederum sozusagen ist auch verbunden mit mehr Involvement in die ganzen Medien, also eine intensivere Nutzungsdauer, aber eben auch risikoreichere Nutzung teilweise sehen wir auch. Also eben Sachen, die eben vielleicht gefährlicher sind im Bereich Selbstdarstellung oder Sonstiges. Und auch weniger partizipativ moralischem Handeln ist auch was wir gesehen haben. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir mit der Medienkompetenz ja auch fördern wollen. Das heißt, der Druck, der hat da schon auch negative Einflüsse sozusagen auf das Verhalten. Und natürlich ist es so, dass so ein hoher Druck begünstigt natürlich auch wieder schnelles und automatisiertes Antworten, Handeln, Teilen auch wiederum, was dann eben wieder die Gefahr von beängstigenden oder beleidigenden Inhalten einfach erhöht. Und wie gesagt, ich glaube, es ist einfach ganz entscheidend, dass man auch hier auch über Sensibilisierungen ja für diesen Druck einfach sensibilisiert, den gibt es sozusagen, zu sagen, das ist nicht normal, das ist einfach nicht normal, dass dieser Druck da ist, der ist irgendwie ja entstanden oder wird kreiert von der Gruppe. Diesen Druck muss man natürlich dann auch andersrum oder auch für die Folgen muss man sensibilisieren, den Druck aber auch rausnehmen und wieder mehr für Reflexion und stärkere Bewusstsein, also die Inhalte wirklich reflektieren und stärker bewusst wahrnehmen sozusagen. Das ist ganz relevant. Darf ich dazu eine Nachfrage stellen? Weil das bei uns gerade tatsächlich ein großes Thema ist, auch durch die diversen Lockdowns. Es gibt da auch einen privaten Klassenchat und da ploppen wirklich den ganzen Tag immer wieder Nachrichten auf. Und wir haben gewisse Mediennutzungszeiten festgelegt. Das heißt, ab einer gewissen Uhrzeit wird dann das Gerät weggenommen und das ist ganz schwierig für unsere Tochter, weil sie sagt, dann sehe ich ja gar nicht mehr, was die anderen geschrieben haben. Und das ist wirklich gerade ein sehr, sehr großes Thema bei uns. Wir haben da noch nicht den richtigen Weg gefunden, wie wir damit umgehen, weil man ja als Eltern auch nicht so brutal sein möchte, dadurch, dass anderweitige Kommunikation gerade kaum stattfindet. Wir da auch sehr streng sind mit dem Treffen mit anderen und dann auch nur, wenn alle getestet sind. Und das ist natürlich super kompliziert. Und dadurch ist es gerade für uns so ein schwieriges Thema zu sagen, diese andere Kommunikation unterbinden wir jetzt auch. Und da wissen wir gerade nicht, was da der richtige Weg ist, weil gefühlt die anderen Mädchen im Chat immer das Gerät da haben. Und wenn wir das dann einschränken mit gewissen Zeiten, sorgt das natürlich auch für nicht so gute Stimmung im Kinderzimmer. Und da wissen wir gerade nicht wirklich, wie wir mit dem Thema umgehen sollen. Ja, also das, genau, Sie haben ja schon viel angesprochen. Ich meine, das Problem ist natürlich, wenn man dann 2 Stunden raus ist, dann kommt man gar nicht mehr hinterher, sozusagen überhaupt nachzuvollziehen, was passiert ist in dem Chat. Ja, dieses ganze Thema Medienerziehung, wir haben es vorher ein bisschen angesprochen in der Diskussion vorab. Es ist schwierig, gerade jetzt irgendwas an Nutzungszeiten komplett zu orientieren, weil natürlich, wir wollen ja, dass die Kinder irgendwie mehr Medien nutzen für die Schule, für die Bildung sozusagen. Also deswegen die Nutzungszeiten jetzt komplett einzuschränken, ist schwierig sozusagen. Es kommt natürlich auf die Inhalte der Nutzung an, aber es ist trotzdem natürlich ein Weg. Und diese ganzen Tipps und Richtlinien zur Medienerziehung, die müssen sich auch immer in der Lebenswelt von der Familie an der aktuellen Situation orientieren. Ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. So von wegen jetzt 2 Stunden drauf zu verzichten, ist genau das Richtige. Es liegt, wie gesagt, an den Inhalten der Nutzung und es liegt an der jeweiligen Situation, in der sie sich gerade befinden. Und es ist eine Ausnahmesituation aktuell. Aber natürlich ist es das gute Recht sozusagen aus Eltern zu sagen, nein, es ist jetzt Schluss. Und da müssen die Kinder da auch das handeln einfach. Und es ist auch okay zu sagen, es gibt jetzt eben diese Medienzeit nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass man dann sich darüber bewusst ist, dass das schon eine Einschränkung für das Kind ist, auch auf sozialer Ebene, selbst wenn es um den Klassenchat geht, weil viel ist ja da einfach auch sozial natürlich. Und dass man da dann auch drüber spricht, dass das okay ist oder dass man vielleicht dann auch so ein bisschen mit 9 Jahren, glaube ich, kann man auch schon so ein bisschen verhandeln, in die Richtung kommen. So, das ist, meine Kinder sind irgendwie 10 Monate und 3 Jahre, da kann ich gar nichts verhandeln momentan. Also ich glaube, so, sie sind jetzt in einem Alter, wo man dann schon langsam so ein bisschen verhandeln auch mal kann. Eine Sache, die ich aus der vorherigen Diskussion mitgenommen habe, war auch, was Herr Krause sagte, dass es natürlich auch Angebote für Kinder und Jugendliche braucht, die also in der Offline-Welt, sofern es die dann noch gibt, eben stattfinden, wo sich eben auch Kinder und Jugendliche betätigen wollen. Da wird natürlich trotzdem das Smartphone in der Tasche sein. Man wird vielleicht trotzdem ein Foto machen oder man wird ein Video machen oder was auch immer. Aber es gibt ein Angebot, wo also Kinder und Jugendliche auch noch einfach sein dürfen, im Idealfall auch
ohne Erwachsene vielleicht sein dürfen. Also auch da sehen wir, glaube ich, wieder so eine Verzahnung eben immer von Online- und Offline-Welt. Das eine geht eben ohne das andere nicht, um sich dann am Ende irgendwie gut zu fühlen. Ich frage mich auch, welche Rolle in dieser ganzen Gemengelage dann eben auch positive Beispiele spielen. Also wenn wir nämlich über gesunde Kommunikation reden, sind die Eltern dann das gute Beispiel, die mit gutem Beispiel vorangehen müssen? Oder gerade für Kinder und Jugendliche ist vielleicht der Influencer, der mal Digital Detox macht und vor allen Dingen tolle Inhalte auf seinem Kanal teilt, das größere Vorbild als eben vielleicht Mama oder Papa? Und das werfe ich jetzt vielleicht einfach mal in die Runde. Ich glaube, also zuerst mal, ich habe auch gerade sehr interessant zugehört. Meine Tochter ist zum Glück auch noch zu jung, um in solche Verhandlungen einzusteigen. Aber das wird mir auch irgendwann bevorstehen. Aber ich glaube in der Tat, auf wen, also zum einen total wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern darüber reden, dass man diese Dinge auch offen anspricht. Es gibt da ja auch eine Reihe von Ressourcen. Zum einen, wir bieten auf unserem Blog, auf unserer Website welche an, aber es gibt zum Beispiel auch den Elternguide, der von einigen NGOs entwickelt wurde, wo wirklich dann Inhalte drin sind für Eltern, die die unterschiedlichen Plattformen, Instagram, aber auch andere Plattformen erklären, aber auch den Eltern erklären, wie kann ich mit meinem Kind darüber reden? Wie kann ich mit meinem Kind ins Gespräch kommen, ohne dass ich oberlehrerhaft wirke, weil das wissen wir, glaube ich, alle, dann stehen die Ohren nur noch auf Durchzug. Das ist ein Aspekt, aber auf wen hören Kinder und Jugendliche? Das sind insbesondere Creatorinnen. Und ich glaube, da hat sich auch eine tolle Community entwickelt, die sich wirklich mit Themen wie Wellbeing befasst und da auch Anleitungen, Tipps gibt. Und wir arbeiten auch mit einer Reihe von Creatorinnen zusammen. Zum einen geben wir Schulungen und machen Workshops mit ihnen, weil wir versuchen auch so gut wie möglich, sie dabei zu unterstützen, wenn sie sich den Themen aus einer positiven Sicht nähern, Positivbeispiele bringen, mit der Community in Austausch gehen und einfach ja Aufmerksamkeit auch für das Thema schaffen. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Und natürlich können wir da nicht individuell als Plattform den Algorithmus entsprechend ändern, weil der neutral sein soll und muss. Aber wir versuchen trotzdem im Austausch mit ihnen und in Kooperation mit ihnen Aufmerksamkeit auf das Thema zu bringen. Auch zum Beispiel bei dem Guide, den ich eingangs erwähnte, den wir mit YouTube, mit YouPort entwickelt haben. Da haben wir dann auch über die Bravo mit einer Reihe von Creatorinnen zusammengearbeitet, die das dann nochmal über ihre Kanäle, wo sie wirklich die Jugendlichen erreichen, dann gestreut haben und verteilt haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es braucht am Ende beides. Es braucht die Positivbeispiele aus der Community, aber auch den offenen Dialog mit den Eltern. Frau Wendt? Ja, genau. Also wie gesagt, die Eltern haben eine extrem wichtige Vorbildrolle und das, glaube ich, müssen sich alle Eltern immer wieder vor Augen führen, gerade bei der Mediennutzung. Und das ist, glaube ich, wirklich was nicht immer bewusst ist im Alltag. Ich glaube, jeder kennt das selber, wie intensiv die Handynutzung selber bei einem ist, auch während Eltern-Kind-Interaktionen. Das ist ja auch ein ganz zentrales Forschungsthema, dass eben die Mediennutzung öfter auch die Eltern-Kind-Interaktion stört am Spielplatz oder sonst wo. Und dann eben eventuell auch die Sensibilität ein bisschen einschränkt der Eltern, um auf die Kinder zu reagieren. Gerade kleine Kinder brauchen das natürlich, diese direkte Reaktion. Da ist einfach wichtig, dass man sich bewusst macht sozusagen, dass man diese Vorbildfunktion hat, dass die Kinder alles beobachten und auch schon klein alles beobachten sozusagen, was man tut und das dann auch imitieren. Andererseits haben die Eltern schon auch ein Recht, das darf man auch nicht bei der Diskussion, glaube ich, unterschätzen, auf so Coping, Stress-Coping sozusagen. Ich meine, es ist extrem stressig mit kleinen Kindern. Und dass man beispielsweise jetzt, wenn man den Kinderwagen schiebt mit einem ganz kleinen Kind, vielleicht mal das Handy rauszieht und da die Nachrichten checkt, ist, glaube ich, schon was Legitimes einfach auch, weil es sozial einem hilft sozusagen, weil man einfach auch ein bisschen Auszeit mal braucht in der Situation, die jetzt auch nicht unbedingt immer verwerflich ist. Also es ist eine schwierige Diskussion. Aber die Eltern sind extrem wichtig, haben eine große Vorbildfunktion. Andererseits finde ich das mit den Creatoren auch ganz wichtig. Ich glaube, es gibt immer mehr Kampagnen, die da auch zurückgreifen drauf, um die Jugendlichen zu erreichen. Und das ist auch was die Forschung vielleicht auch noch stärker dann berücksichtigen muss. Genau, dass man eben über Influencer einfach die Jugendlichen auch gut erreichen kann und auch für prosoziale Themen erreichen kann und dass das ein wichtiger Zugang ist. Gerade
wenn man an verschiedene Bildungsschichten einfach auch denkt, an Jugendliche, die man nicht leicht rankommen, über andere Wege sozusagen. Ja. Frau Ulm-Fernandes, Sie sind nun eine Person, die eben in der Öffentlichkeit steht, und das bringt uns vielleicht zum Anfang zurück, zu den Männerwelten auch oder auch zu Ihren Kinderbüchern. Also nutzen Sie auch ganz gezielt die Reichweite, die Sie als Person haben, um eben auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen, vielleicht auch gerade eben für junge Menschen, damit eben wir einen besseren, einen gesünderen Diskurs eben in den Debatten haben, on wie offline. Also die jungen Menschen, an die ich mich richten möchte, versuche ich natürlich über die Eltern zu erreichen. Das ist ja gerade bei Lotti und Otto auch das Thema Geschlechtervorurteile. Wie erziehen wir Jungs? Wie erziehen wir Mädchen? Da gibt es ja viele Klischees, die wir unterbewusst unseren Kindern aufstülpen. Da hat eben eine Studie ergeben, dass man mit Mädchen viel häufiger über Äußerlichkeiten spricht, sagt, du bist aber eine Hübsche, du hast aber ein schönes Kleid an, etc. Und dieses ganze Thema des Gender-Marketings, gewisse Produkte für Mädchen, gewisse Produkte für Jungs, die eben dafür sorgen, dass sich Stereotype, Rollen reproduzieren. Und das ist, glaube ich, etwas oder die Themen generell, die ich ansprechen möchte. Da muss man über die Eltern gehen, um die jungen Menschen zu erreichen und die Eltern eben, oder auch was das Thema Rassismus angeht, geht es vor allem darum, die Eltern zu mehr Achtsamkeit zu bringen. So, also insofern gibt es bei mir eigentlich nicht die direkte Ansprache an die jungen Menschen selbst, sondern eigentlich vielmehr die Eltern. Und da habe ich das Gefühl, dass ich über die sozialen Netzwerke die Eltern aber weniger erreiche als übers Fernsehen. Also die Dokumentationen, die ich drehe, die laufen bei ZDF Neo. Und dann spricht sich das rum, wodurch Menschen das dann irgendwann auch online in der ZDF Mediathek abrufen, die Dokumentationen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich Dinge mit Inhalt poste, das in den sozialen Netzwerken eher ignoriert wird und dass so klassische Bilder viel mehr Reichweite haben als etwas, wo ich habe eine Textildokumentation gemacht, wo ich darauf aufmerksam gemacht habe, wo unsere Kleidung hergestellt wird und unter welchen Bedingungen. Und habe dazu eben auch einige Posts gemacht und ich hatte noch nie so wenig Likes. Und ich habe das Gefühl, dass alles mit Inhalt tendenziell eher weniger ankommt. Und da gibt es ja auch diese, wie ich finde, fantastische Studie zu dem Thema, die eben gezeigt hat, dass gerade bei Frauen die Stereotypen, Inhalte wesentlich besser ankommen, wenn Frauen zum Beispiel Schminktipps geben oder backen, ist das leider das, was die größte Reichweite hat. Und das finde ich sehr schade. Und da gibt es eben, hat diese eine Studie ergeben, bei den Männern, was die Themen angeht, eine breitere Range. Und bei den Frauen ist es eben doch so, dass es vor allem die Stereotypen-Inhalte sind, zu denen man Feedback bekommt. Also ich backe jetzt nicht, ich gebe auch keine Schminktipps, aber ich habe tatsächlich festgestellt, so Posts mit Inhalt, die brauche ich gar nicht zu bringen, die werden eh komplett ignoriert. Wenn ich Sie jetzt alle bitten dürfte, in Anbetracht der Zeit, wir sind nämlich wirklich gleich runter auch vom Livestream, wirklich in einem Satz einen Wunsch zu äußern, wenn wir also über das Thema Kultur des digitalen Miteinanders sprechen, was muss sich da noch verbessern und wer müsste daran arbeiten, was wäre das? Ich fange mal bei Herrn Kleist an. Ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft insgesamt sowohl Plattformen, Personen des öffentlichen Lebens als auch NutzerInnen, dass wir gemeinsam das Thema Hass auf sozialen Netzwerken stärker überwinden können und noch mehr und noch stärker positive Communities schaffen können, um gerade positive Themen, wie Colleen Ulm-Fernandes es gerade beschrieben hat, stärker in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, wir sind da auch auf einem guten Weg und ich hoffe, dass wir den Weg erfolgreich fortsetzen können. Frau Wendt? Ja, ich würde mir wünschen, dass wir das Thema Sozialkompetenzen in der ganzen Breite stärker fördern, als Schlüsselqualifikation in Schulen, aber gerne auch schon deutlich früher. Das wird zum Teil schon gemacht. Und eben dann soziale Medienkompetenz wirklich als Zusatz nochmal darauf sozusagen bauen, weil es einfach, wie gesagt, so spezifische Spezifika bei der Online-Kommunikation gibt, die einfach eine gesonderte Behandlung und eine gezielte Förderung über die Medienkompetenz eben brauchen. Und Frau Ulm-Fernandes?
Generell wünsche ich mir mehr Achtsamkeit im Umgang miteinander. Ich kenne das ja auch, dass man Hasskommentare bekommt und sich dann furchtbar darüber aufregt und dann schon einen Hass zurück in die Tasten tippen möchte. Was fällt dir ein, das zu schreiben? Und ich versuche mich dann immer zusammenzureißen und ganz sachlich zu sein und sachlich zu schreiben, sieh's doch mal so und das könnte doch auch so. Und ich versuche mich da immer zusammenzureißen und das wünsche ich mir generell mehr im Internet, dass man einfach achtsam miteinander kommuniziert und ruhig und sachlich seine Position darlegt. Und das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Das wünsche ich mir also auch natürlich von Ihnen allen und von auch eben natürlich allen, die dich zuschauen gerade, ganz gesamtgesellschaftlich, wie Herr Kleister schon gesagt hat. Vielen Dank für diese wunderbare Diskussion, Frau Ulm-Fernandes, Frau Wendt und auch Herr Kleist. Vielen Dank. Vielen Dank natürlich auch, dass Sie zugeschaut haben. Alles wird im Nachhinein auch einmal verfügbar sein auf dem YouTube-Kanal von Alex Berlin und auch auf der Facebook-Seite der FSM. Den nächsten Medienimpuls gibt es dann im Herbst und bis dahin hoffe ich, Sie bleiben alle gesund. Tschüss.